Ist. Wie immer. Maestro, Musik. So, wie immer, ein wenig verspätet, selbstverständlich, beziehungsweise nicht so pünktlich, wie ich das gerne hätte. Haben wir Ton, haben wir Bild? Ich denke doch, es ist noch keiner da. Es ist noch keiner da. Außer ich. Außer ich, denn es ist Sonntag früh, kurz vor 9. Willkommen im Rübenankauf-Stream. Zumindest im Pre-Stream, im vorbereitenden Stream, Stückchen, bla. Warum steht bei mir immer noch Rätsel Adventure Point and Click Gedöns dran? Warte mal kurz. Animal Crossing New Horizons. Okay, keine Ahnung, warum man die Texte jetzt noch von letztem Stream hat hier. Da wird auch Twitch bestimmt hinterherkommen demnächst. Müssen wir mal gucken. Anyway, ich mach's mir erstmal bequem so ein bisschen. Und haare der Dinge, die da kommen, denn es ist noch nicht ganz um 9. Oder so. Heute Rüben ankaufen. Wir kennen das. Und ja, das ein oder andere zu tun mit der Post. Ja, ich habe die ganze Woche fleißig gesammelt. Mit der aktuellen Mario-Gedöns-Aktion. Das werden wir heute so ein bisschen dekorativ durch die Gegend schmeißen. Ach ja. Welche spannende Klänge. Hier zum Sonntag. 85 Follower. Wir sind fast bei der 100 angekommen. Nicht, dass es wichtig wäre oder so. Ich bin schon über die 85 tatsächlich total überrascht. Aber so ein... Ja gut, das ist nochmal... bei Twitch ist doch, glaube ich, so... Beziehungsweise habe ich das vielleicht sogar eingestellt. Man kann nur chatten, wenn man followt. Oder so. Ich meine, das ist für die Lurker ganz toll. Die wollen das ja eh nicht. Aber da sammelt sich das natürlich, ne? Und wenn man da kurz mal reinkommt... Guten Morgen, Medusa. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich und so weiter. Wenn man da kurz mal reinschauen will, um irgendwas abzulassen, ja, muss man natürlich erstmal followen, ja. Aber selbst wenn man dann wieder verschwindet, müsste man ja umständlicherweise noch entfollowen, ja. Und so sammeln sich da halt die neuen Dinger, die 85 Follower. Neuer Hintergrund, oder bin ich doof? Darauf möchte ich keine Antwort geben, außer dass dieser Hintergrund schon im letzten Animal Crossing Stream da war, denn wir haben Frühling, ja, ja. Das hatten wir auch schon im letzten Stream zum Sonntag. Och man, ja, ja, ist so, ist leider so. Wie geht's dir, was machst du so? Schönes Wochenende gab bisher, nehme ich an. Bei mir war es nicht so doll, tatsächlich. Ging interessanterweise relativ früh los, aber naja. Also irgendwie, jetzt könnte man eigentlich losmachen, ne? Denke ich mal. Ich muss mal gerade hier mein Zeug sortieren, denn ich musste meine Switch wieder anschließen, ich hatte sie unterwegs mit dabei. So, ich klicke mal hier und dann drücke ich mal da. Und dann kommen wir rechtzeitig zu Animal Crossing Musik hier rein. Ausgezeichnet. Also bis vor 15 Minuten habe ich geschlafen. Unglaublich. Da bist ja jetzt schon direkt topfit, nehme ich mal an. So, genau wie ich. So, klappt alles, sieht alles gut aus mit dem Stream. Ja, so sah das letzte Woche auch schon aus, Medusa, ist so. Ist so, kannst du gerne nachprüfen. Kannst du gerne nachprüfen. Halbwegs wach, okay. So, na, dann machen wir mal los hier. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Jedenfalls nicht viel heute. Das ganze Mario-Gedöns möchte verteilt werden. Möchte eindekoriert werden. Und so. Und so ein bisschen Rüben verkaufen wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bin meine Rüben letzte Woche für 187 oder sowas losgeworden. Also nicht so prall, aber zumindest kein Verlust. Ne? So, ja, es sieht alles gut aus, läuft alles, ne? Denke ich. Alles gut. Das sah auch so aus, aber der Startbildschirm kam mir neu vor. Das war aber letzte Woche auch schon so. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 7. März 2021, 9 Uhr 2 hier auf Jays. Nein. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Generell, ja, ja. Hat jemand den Film? Nein. Pass mal auf, Melinda, heute mache ich mal die Neuigkeiten. Ich habe mir tatsächlich hier Super Mario 3D All-Stars jetzt übers Wochenende geholt. Also, das ist meine Neuigkeit des Wochenendes, beziehungsweise der Woche. Und, ja. Ne? Mario 64 habe ich noch nicht angespielt. Mario Galaxy hätte mich am meisten interessiert. Da geht mir aber tatsächlich diese verschissene Steuerung auf den Keks, ja. Auch das wieder, du kannst Mario Galaxy Gedöns nur mit den Joy-Cons spielen, nicht mit dem Pro-Pad, ja. Weil du musst ja die ganze Zeit irgendwo hin zeigen.
Ja, wer das kennt, das kommt ja von, das kommt ja eigentlich von der Wii und da hattest du ja zwei Controller. Ne? Den Nunchuck und das andere Gedöns, die Fernbedienung. Mit der Fernbedienung hast du ja auf dem Fernseher gezeigt und die Sterne eingesammelt. Und der Nunchuck war so schön griffig, dass du den in einer Hand vernünftig halten und kontrollieren konntest. Und das ist bei den verschissenen Joy-Cons nicht so. Ja? Und trotzdem musst du das so machen. Es ist so nervig. Finde ich. Hallo. Guten Morgen, Royal. Schön, dass du da bist. Schön. Geht's dir gut? Hast du ein schönes Wochenende und so? Der Pro-Controller hat doch auch Motion Control. Nee, es geht nicht um die Motion Control. Es geht darum, dass du mit dem linken Stick Mario steuerst und mit dem rechten Stick auf den Fernseher zeigen tust, um die Sterne einzusammeln. Außerdem musst du den rechten Controller durch die Gegend wischen, um Marios Wirbelattacke zu machen. Ja. Und nicht mit dem linken. Ne? Ich hab's probiert. Das ist Rotze. Und ja, also in der Anleitung, da wird auch nur von den Joy-Cons geredet. Das ist so dumm eigentlich. Phil Forplay, guten Morgen, Fräulein Phil Forplay. Schön, dass auch du da bist. Ich mach mal hier weiter und lässt da weniger über Mario ab. Ja, nee, also nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ne? Als hier, zumindest ein wenig Review der Mario 3D All-Stars Kollektion, das Galaxy kannst du nicht mit Pro-Controller spielen. Jedenfalls nicht, wenn du gleichzeitig nach den Sternen wedeln willst oder so. Ja, genau. Sunshine habe ich dann tatsächlich eine ganze Weile am Wochenende gespielt. Fand ich ganz geil. Hat Spaß gemacht. So, wollen wir doch mal sehen. Also wir haben natürlich das eine oder andere. Ich muss mal gucken. Ich muss mal durch die Post gehen. Also das ist diese Woche ganz besonders schlimm. Ja, ganz viel Gelumpe. So, lass mal gucken. Ganz schnell. Jorna. Her damit, danke. Ganz schnell Doro, her damit, danke. So, dann lass mal die Post nämlich gerade mal drinnen mit dem Noob-Shopping. Und sortieren erstmal aus. Hat mir irgendwas geschickt? Das mit dem Mario-Zeugs, das macht man dann hinten dran, ne? So, oder sowas. Ich werde jetzt erstmal eine Standardrunde latschen. Und dann machen wir das nachher. Wo warst du denn, dass du deine Switch mitgenommen hast? Also, länger ausgeholt, als ich das wahrscheinlich haben wollen würde. Vor Mamas Geschenk muss ich aufpassen, dass ich das nicht verkaufe. Heute das letzte Animal. Nein, am 21. Am 21. März das letzte Animal Crossing. Ja. Warte mal. Jetzt muss ich mal hier gerade mal durchgucken. Minka hat mir noch was gedingst. Also, wer sich entsinnt, wir hatten ja Donnerstag den letzten Stream. Wir hatten Donnerstag den letzten Stream, der war ca. 22 Uhr zu Ende. Gibt noch zwei weitere Animal Crossing Streams. Ja, richtig. 22 Uhr war er zu Ende und gegen 2 Uhr nachts, nachdem ich mich da 2 Stunden hingelegt hatte, wurde ich aus dem Bett geklingelt und durfte dann mit einem Taxi zu meiner Oma fahren und warten, bis der Notarzt da ist. Wir sind dann zusammen in die Notaufnahme. Da habe ich dann 2-3 Stunden verbracht, bis dann irgendwie nähere Sachen feststanden. Und dann war ich so gegen 4, 5 oder so dann bei ihr in der Wohnung, um darauf zu warten für Neuigkeiten und für weitere Neuigkeiten und so weiter. Der Notarzt meinte, es kann sein, dass sie nach 2-3 Stunden wieder draußen ist. Hat sie natürlich nicht ergeben. Sie wird bis minimal Dienstag im Krankenhaus bleiben. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, ich habe dann so bis 7 um 8 so bei ihr in der Wohnung gehockt. Konnte nicht schlafen, gar nichts, war völlig übermüdet und hab dann auch noch bei der Arbeit Bescheid gegeben, dass ich nicht zur Arbeit komme, also beziehungsweise nicht nach Hause zum Homeoffice komme. Und ja, im Laufe des Tages habe ich dann noch Pflegedienst angerufen, Essen auf Rädern angerufen, den ganzen Scheiß abgesagt, der normalerweise bei ihr so den Tag über in der Wohnung rumtingelt. Meine Schwester ist dann noch angekommen vom Bahnhof, sie wollte sowieso an diesem Wochenende meine Oma besuchen. Ja gut, und da hatte ich dann meine Switch dabei, wir haben in der Wohnung auf Abruf uns bereit gehalten, ja, und währenddessen habe ich ein bisschen Mario gezockt und so, ja, das war bisher mein Wochenende soweit, das heißt, ja, ne, schöne Scheiße, raus hier, irgendwas mit der Hüfte, mal nichts mit Krebs, irgendwas mit der Hüfte, ist das nicht schön? Ich hoffe, es wird alles wieder gut, ja, so makaber, wie es klingt, aber die gute Frau ist 83, 84. Letzten Endes wird eh alles gut. Ja. Ah ja. Das ist nicht schön, das ist richtig. So, Kerzenset von Mama, das darf ich nicht verkaufen. Das hat sie mir extra geschickt hier.
So, dementsprechend, wen es tangiert, Octopath Traveler, bin ich jetzt die letzten Tage halt nicht dazu gekommen, irgendwas zu machen. Ja, das heißt, die nächste Folge von Octopath Traveler wird voraussichtlich Dienstag, eventuell Mittwoch kommen. Tut mir auch total leid, dass sich das so verzögert. Aber ja, was willst du machen? Ein paar Kimono-Sandalen. Aber die habe ich, glaube ich, schon. Weiß ich jetzt nicht. So, dann haben wir das Gedöns. Dann, wie gesagt, einmal mit der Schippe um die Insel rum, um die Fossilien auszugräbern. Und währenddessen suchen wir natürlich Jorna, besuchen sämtliche Bewohner und so weiter. Ich glaube, ich hab letzte Woche irgendein Foto von einem anderen Bewohner wieder abgestockt, weiß ich gar nicht mehr. Ich muss mir noch meinen Animal Ship schicken lassen, denn Animal Ship, okay. Wenn es nur die Hüfte ist, ist ja nur halb so schlimm, denke ich. Aber was ist denn um 2 Uhr nachts passiert, dass da der Notarzt kommen muss? Da liegt man doch normalerweise im Bett, muss natürlich nicht antworten. Weil Oma gerne aus dem Bett gestiegen wäre, um auf Klo zu gehen. Ja, und gemerkt hat, dass sie abartige Schmerzen hat, wenn sie sich auch nur ansatzweise bewegt. Ja, ausgehend von Hüfte und Rücken. Und da wir nicht in dem Moment nicht wussten, dass es irgendwas mit der Hüfte ist, ja, sondern hätte ja auch, was weiß ich, sein können, ja, Magen oder Blase oder so ein Scheiß, wäre nicht das erste Mal gewesen, hat sie natürlich ihren Notknopf gedrückt, hat sie natürlich bei meiner Mutter angerufen, hat meine Mutter natürlich dann mich angerufen, weil meine Mutter wohnt in Hessen, nicht in Brandenburg, ja, da bin ich näher dran, ich renne gerade eine Runde rum, habe jetzt aber gar kein Fossil hier oben gesehen, okay, ja, das war so der Werdegang in der Nacht, tolle Sache. Immer wieder nett. Ich bin nun mal nichtsdestotrotz hier, auch wenn ich nicht der Sohn von meiner Oma bin, sondern lediglich der Enkel, da oben ist ein Fossil, bin ich natürlich nichtsdestotrotz hier Ansprechpartner Nummer 1 vor Ort. Ja, das ist das Ding. Geht natürlich so einem Arbeitgeber langsam, aber sicher auch auf den Sack, nehme ich an. Naja. Medusa Serum. So, ja, so ist das mit den alten Leuten und da darf sich jeder dran gewöhnen, denn jeder kennt alte Leute. Was mache ich jetzt? Trita, was geht? RJ, ein Vögel hat mir geflüstert, dass du etwas Bestimmtes suchst. Ein Ringelshirt nämlich. Nein. Da wollte ich dich fragen, ob das auch stimmt. Nein. Oh, verstehe. Da muss ich wohl mein Vögelchen mal das Schnäbelchen waschen. Ja, definitiv. Ich frage, weil ich im Laden zu welchem Ringelshirt blibla. Blub, her mit dem Ringelshirt. Danke. Nächste Woche habe ich das Ticket zusammen. Yay! Ausgezeichnet. Das wäre dann am 28. März. Beziehungsweise, also ich habe das jetzt mit dem Ticket ja offen gelassen. Habe ich es deaktiviert? Habe ich offen gelassen? Weiß ich gar nicht mehr. Also wir werden es mal probieren. Ich hab das mit dem Ticketkauf für die Tombola am Ende des Monats offen gelassen. Ihr könnt das rund um den Monat euch erstehen. Oder so, ja. Wäre natürlich trotzdem schön, wenn ihr dann in dem jeweiligen Sonntagstream da seid. Offen. Alles klar. Morgen. Guten Morgen, Ochi. Auch dir einen wunderschönen guten Sonntag. Und so. So, danke Trita für dieses Ringelshirt, was ich definitiv gebrauchen werde. Man, Putzlappen kann man ja immer mal gebrauchen. Passt, hätte ich Doros Geburtstag feiern. Ich war die letzten 2 Tage auch nicht bei Animal Crossing Online. Also keine Ahnung, ob... Als ich das letzte Mal da war, am Donnerstagmorgen, hing noch nichts am schwarzen Brett über Doros Geburtstag, aber okay. Dann kann es ja nur die ein oder andere Woche noch hin sein. So, Hasso. Ach hier, guck mal einer an, wer sich hinterm Fass versteckt. Sandrine, wie schön, dass wir einmal alle drei zusammenkommen. Ja, ja. Deine zweideutigen Gespräche kannst du schön stecken lassen, Sandrine. So, diese Einrichtung schreibt von mich Hasso, natürlich, ja, genau. So richte ich mich auch immer ein. Hi, Ochi. Völlig richtig. Was wollte ich jetzt fragen? Ochi, hast du jetzt Room 4 angefangen? Eigentlich? Ich habe bloß die Ankündigung gesehen, war die letzten Tage leider ein wenig beschäftigt. Nee. Room 4. Das ist aber nicht Room VR, ne? Sehe ich mir gerade ein. Das sind, glaube ich, 2 verschiedene Sachen. Ist das jetzt draußen? Das war doch kürzlich Riese. Angefangen und beendet. Was? Wurde gezwungen und bestochen. Wie, du hast das angefangen und beendet? Wie lange hast du gestreamt? Oder ist das so kurz? Also das wäre ja sehr enttäuschend, wenn das so kurz ist. Oder ist das so leicht? Haben bis 0:40 oder so gestreamt und ich war bis fast 4 Uhr wach. Warum bin ich hier?
Das ist eine richtig gute Frage. Um genüsslich einen Kaffee zu trinken und das Wochenende zu genießen, solange es noch da ist. Also, naja gut, dann wenn ihr 19 Uhr anfangt, dann seid ihr ja 5 Stunden unterwegs gewesen da. 5, 6. Interessant. Guten Morgen, Lady Lilith. Auch dir, hast du gut genächtigt. Jedenfalls besser als Ochi. Ist egal, irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Jetzt habe ich aber völlig den Faden verloren. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mach mir auch mal einen Kaffee. Mach das. Hast du noch nicht am Start. Schrecklich. Ja, schmeichelt mir natürlich sehr, dass du nach einer so kurzen Nacht dann trotzdem hier um 9 aufschlägst zum Animal Crossing-Jake gucken. Das finde ich natürlich super. 5.40 Uhr ist trotzdem, glaube ich, doppelt so lang wie Jay für Room 3. 5 Stunden 40. Doppelt so lang wie Room. Wieso? Wir sind bei Folge 4 oder so und sind da jeweils 2 Stunden unterwegs. Ja. Ja. Oder so. Also, ne? 4 mal 2 ist bei mir immer noch 8. Oder so. Ich bin ja auch, es ist ja auch eine Ausnahme bei mir, ne? Ich bin ja nicht so der Serum-Zocker und übersehe mal das eine oder andere. Ich erinnere an die letzte Folge. Sul, wie geht's? Army, gut. Wie geht's dir? Army auf Deutsch. Ich lese mal Amy, nicht Army. Aber ja, die Poppenarmee. So, Cruiser Themen gegen die Kopfkissen, dankeschön. Ja, immer her damit. Oh ja. So, ja, ich werde von Minka J. Hop genannt. Das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. Hab ein bisschen hart reingefeiert, aber ansonsten geht's ja. Okay, da bist du ja jetzt hart am wieder rausfeiern, sozusagen. Okay. Was gab's denn hart zu feiern? Erzähl mal. Das macht natürlich neugierig. Oder hast du einfach nur Wochenende gefeiert? Kann man natürlich auch mal machen. Ansonsten schon mal herzlichen Glückwunsch. Zu was auch immer. So, grüßer Tee mit Kopfkissen. Wie viele Geschenke haben wir noch dabei? Okay, halt, stopp. Hier haben wir einen Sack Knete, der gerne in den anderen Sack Knete möchte. Ausgezeichnet. Da, da. Ja, ansonsten, wenn ihr Ruhm 3 feiert, dann könnt ihr jedenfalls mit 4 weitermachen. Ist sehr ruhmig. Das kann ich mir denken. Wo liegen die Unterschiede? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Also, Ruhm 3 war ja dann doch so ein bisschen Opener. Als der zweite und erst recht als der erste Teil. Hat sich das noch ein bisschen erweitert. Mein B-Day, fahre gleich zu meiner Oma, die habe ich über ein Jahr nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich nehme mal an, jetzt nachträglich. Ah, nee, reingefallen. Der jetzt heute, meine Güte. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag. Auch die Puppenarmee hat mal Geburtstag. Wer hätte das erwartet? Happy B-Day. Völlig richtig. Wir glückwünschen dir alle mal die Puppenarmee zum weiterjähriges Bestehen. Und so. Achso, und organisatorisch bei mir natürlich auch heute nichtsdestotrotz nur bis um 11. Nur bis um 11, denn, ja, wie gesagt, meine Schwester ist zu Besuch, obwohl meine Oma im Krankenhaus ist. Sie hat sich da jetzt halt quasi eingerichtet, soweit so wie es auch vorher generell geplant war. Und da werde ich dort zum Mittagessen aufschlagen und wir bestellen uns was Schönes. Irgendwie wahrscheinlich wieder Grieche. Worauf ich mich jetzt schon wieder freue. 40 ist nicht mehr weit. Ja, du, das sage ich mir auch immer. Und das stimmt sogar. Aber pssst, nur unter uns zwei hier, ja? Ochi, was sagst du dazu? So, hier waren wir schon. So, irgendwas vom Griechen. Ich bin sehr gespannt. Definitiv Knoblauchbruch. Schön wieder nach Knoblauch riechen. Definitiv. Das Problem ist immer, jedes Mal, wenn ich Griechisch esse, beziehungsweise irgendwas mit Knoblauch und danach noch irgendwie unterwegs bin, darf ich danach meine Maske entsorgen, weil die riecht ja natürlich dann generell nach Knoblauch, ja. Ihr seid alle alt und ich bin ein Jungspund. Was? Aber gut, wenn die Belgier langsam das Haus verlassen. Das ist,
alles wahr. Wahre Worte. Wahre Worte. Ochi. Ochi, was willst du uns damit sagen? Dass du hart auf die 30 zugehst? Ich weiß nicht, das glaube ich dir irgendwie nicht. War ich jetzt hier schon? Ich habe jetzt absolut nicht auf überhaupt nichts geachtet hier. Anyway. So, Doro. Doro hat irgendwann Geburtstag, aber noch nicht heute. Bin fast 12, ja. Ja, ja. Mr. Benjamin Ochi Button. Du hast wohl mich vergessen. Ich habe dich vergessen. Wieso habe ich dich vergessen? Du gehst so hart auf die 10 zu, Medusa. Hart auf die 10. Richtig hart. So, hier wird sich unterhalten. Marianne, du, ich habe da eine Frage gelesen, die ich dir zu gerne mal stellen würde. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ui. Als ob das ein großes Geheimnis wäre. Ich komme ganz groß raus. Die Art von Zadi überall ist. Fatima kommt auch dazu, meine Güte. Ich würde mich ja so für dich freuen und ich könnte allen sagen, dass ich dich vorher schon gekannt habe. Ey, das gilt bei mir natürlich genauso und bei Ochi genauso. Und so, ja, ja. Ihr habt uns alle gekannt, bevor wir groß rausgekommen sind. Noch größer. Noch viel größer. Meine Güte. So, Moment mal, Doro, du würdest doch noch mit mir reden, selbst als berühmter Popstar. Popstar, ja, ja. Also an mir soll es nicht liegen, ja, ja. Aber ich werde das Leben eines Stars führen, mit allem drum und dran. Mit allem Duam und Duam. Jetzt guck doch nicht so, Marianne, du weißt doch, dass ich dich nie vergessen würde. Schön, was wäre, wenn du versuchst, auf der Insel berühmt zu werden? Hier auf der Insel, ach, dann bleibt mehr Zeit für Freunde. Völlig richtig. Echt jetzt, Marianne, ich bin auf dieser Insel doch schon super berühmt, wie du weißt. Ja. Und bloß, weil ich total beliebt und so bin, sind wir trotzdem noch Freunde, oder nicht? Uiuiui. Spannend. So spannend. Unglaublich. Morgen hat dann die Große und Freitag meine Freundin. Es geht ja Knall auf Fall bei euch. Ist bei uns genauso. Irgendwie geht es immer erst zur Mitte des Jahres mit meiner Mutter los. Dann kommt meine Schwester. Irgendwann käme dann theoretisch mein Opa, der aber schon tot ist. Irgendwann bin ich dann dran. Wer bildet bei uns den Abschluss? Ich glaube, meine Tante. Meine Tante, die irgendwann im Dezember hat. Ja. Sowas kenne ich von meiner Schwester, meiner Mutter und meinem Onkel auch. Die haben alle innerhalb von 7 Tagen Geburtstag. Furchtbar. Furchtbar. So. Guten Morgen, einen schönen, wunderschönen und so weiter. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für ein kleines Gespräch nimmst, Schatzi. Da hast du recht. Da hast du recht. Während du dir einen wegmümmelst mit dem Sandwich. Jawohl, einfach ordentlich mal reinbeißen. Wie sich das gehört. So. Das heißt aber auch, ich kann dir gerade nicht schenken, weil du sitzt und isst. Das ist schade, Fatima. Das ist schade. So. Aber ist doch schön, wenn man mehrere Geburtstage zusammen abhandeln kann. Das ist ja dann quasi wie mit einem ganz dicken Stift auf der To-Do-Liste langgehen. Ja, lustig ist, dass die Kleine vor der Großen auszieht. Muss jetzt aber leider wieder los. Heimlich reinlurken ist nicht. Ach so, okay. Musst du los. Schade. Aber schön, dass du da warst. Habe einen wunderschönen Geburtstag. Geburtstage, muss man dazu sagen in dem Fall. Und ein wunderschönes restliches Wochenende und so. Ja. Da. So. Noch keine Jorna gesehen heute. Wo ist Jorna? Walter ist out. Ich sehe schon, falls ich jemals Kinder bekommen sollte, vergesse ich bestimmt, wann die geboren sind, weil ich mir sowas nicht merken kann. Dafür gibt es doch Kalender. Und Smartphones. Und Kalender-Apps. In Smartphones. Und so. Und notfalls, weißt du, notfalls kannst du denen immer noch ihr Geburtsdatum in die Stirn tätowieren. Ja. Oder so. Das ist gut, wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast. Wenn du das Bild von deinem Kind vor Augen hast, hast du immer sofort das Datum mit im Kopf. Weil es am Kopf ist, ja. Aber wenn, guck ich in sowas mal rein. Mach das. Also ich merke mir auch nicht wirklich viele Geburtsdaten. An sich sind 2, 3, die ich mir wirklich gut merken kann. Und andere, die, naja, ne, da gebe ich mir nicht mal ansatzweise Mühe, weil ich weiß, dass ich sowieso rechtzeitig daran erinnert werde. Das ging daneben. Hallo, Jorna. Mensch. So, der Moment der Wahrheit. Schönen guten Morgen. Magst du schöne frische Rüben? Nein, ich möchte so mit dir quatschen. 107.
107 ist bei mir das Startangebot. Wäre ja schön, wenn wir jetzt hier irgendwie noch irgendwen finden, der ein bisschen günstigere Rüben hat. Weil 107 ist nicht günstig. Aber ein Anfang. Scheiße, das habe ich falsch gemacht. Warte mal. 107. Da, da, da. Jacob. Schauen. So. Da, 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 da. Ich benutze für sowas meinen Wecker. Einfach Namen und Tag reinschreiben. Den Wecker auf den Tag um 16 Uhr stellen und fertig. Warum auf 16 Uhr? Wenn man jetzt doch bestimmt den Vortag um 16 Uhr oder so, weil 16 Uhr ist ja noch ein bisschen spät, ne? So generell. Später, Jona, später, wo wir gerade bei später sind. Da, 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 da. Wie viele Fossilien haben wir? Wir haben 4. Wir haben 4 Fossilien. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr finden. Ne, Moment, Moment. Vorgestern war ich nicht in Animal Crossing. Das heißt, hier liegen irgendwo noch 2 rum. Irgendwo liegen hier noch 2 weitere Fossilien rum. Hier oben waren wir schon. 90. Füll. Fräulein Füll. Du hast 90. Das klingt abartig verlockend. Um nicht zu sagen, unwiderstehlich verlockend. Hättest du denn auch Zeit für Besuch? So gegen 10 dann. Obwohl wir heute tatsächlich sehr schnell machen müssen. Weil ich möchte die Mario-Deko tatsächlich noch verteilen, die ich mir die ganze Woche habe per Post schicken lassen. 16 Uhr wegen der Schule. Die haben ja nicht alle am Wochenende Geburtstag. Ja und? Dann kannst du dir doch trotzdem früh damit... Huch! Linochat! Vielen Dank. Vielen Dank für das Abo. Und hallo erstmal. Wie geht's dir so? Hast du ein schönes Wochenende? Danke. Danke. Für den wiederholten sogar, ne? Abonniert schon seit 3 Monaten. Oh, Gottes Willen. Schön, dass du da bist. Also so auch so generell natürlich. Da, da, da. Da, 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 da. Schön sonnig, aber kalt. Da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Das hat mich die letzten Tage tatsächlich auch angekotzt. Mir ist es zu kalt, um draußen sportlich unterwegs zu sein. Aber die Sonne ist so schön, ne? Mann. Ich wäre am liebsten direkt schon mit Inliner rausgegangen, aber so bei annähernd Minusgraden und so weiter, wir haben nämlich auch nur so um die 4 Grad jetzt aktuell tagsüber, ist mir das echt zu, ich will nicht sagen gefährlich, aber grenzwertig. So, wo sind denn jetzt hier? Wir werden auch irgendwo noch Fossilien haben. Aber die verstecken sich bestimmt hinter irgendwelchen Häusern. 5 haben wir. 1 fehlt noch. Theoretisch 1 fehlt noch, muss man dazu sagen. AFK Kaffee. AF Kaffee kochen. Jetzt habe ich's. Mach das. Away vom Kaffee kochen. Das klingt nicht richtig. Away vom Kaffee kochen ist falsch. Oder am fucking Kaffee kochen. Das würde schon wieder passen. Ich scheiße jetzt auf das 6. Fossil. Irgendwann finden wir es bestimmt. Aber wir wollen ja hier auch mal zu Potte kommen. Nö, da ist es. Entschuldigung, wenn ich euch voll schreie. Das kam jetzt sehr überraschend hier. Na dann, auf zu Eugene. Fossilien abgeben. Schön, 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 schön. Ja, Phil, ne? Phil. Ja, klar. Achso, da steht's. Okay. Hey, dann können wir ja direkt schon mal umdingsen hier. Warte. Fill for play. So. Und mit überaus geschmeidigen 90 Sternis. Und der Dodo-Code kommt dann eventuell noch. Was natürlich hilfreich wäre. Huch, ja, ja. So, was ich wirklich tatsächlich nicht vermissen werde, ist, dass man diese verdammten Dialoge hier jeden Tag sich von neuem anhören muss. Ich scheiße jetzt einfach auf das 6. Fossil. Ja, dazu müsste ich es aber auch erstmal finden, ne? Ja gut. Haben wir ja dann zum Glück noch, ne? Das war wieder so eine Ansage. Aber so ist das immer. Das ist genauso wie, wenn einem ein Wort auf der Zunge liegt, was einem aber partout nicht einfällt, ja, dann sollte man es am besten direkt vergessen, ja, dass man überhaupt das Wort gesucht hat. Denn dann fällt es einem ein. Warum auch immer, das ist irgendwie immer so. Seltsam. Weil zum Beispiel so ein Filmnamen, ne? Letztens wollte ich auch wieder einmal erzählen, wie geil der und der Film gewesen ist. Ja, und dann fällt mir partout der Name nicht mehr ein. Ach ja, immer diese jungen Demenz, ne?
Oder jüngere Demenz oder so, weil Altersdemenz ist es wirklich noch nicht. Da, 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 da. Ja, wie sieht's denn heute Nachmittag aus? Hatte Ruby irgendwas gesagt? Ich kann mich jetzt nicht dran entsinnen. Aber wäre natürlich schön, wenn es da weitergehen würde. Also ich würde es jetzt nicht ankündigen, weil ich weiß es selber nicht. Aber hat Ruby irgendwas gesagt, dass es jetzt hier Sonntag heute weitergeht bei ihr? Mit dem Kreativstream? Weiß ich gar nicht. Fände ich nicht schlecht. Wäre natürlich schön, wenn wir sie selber fragen könnten. Da, 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 da. Aus steuerlich-rechtlichen Gründen, blablabla. Danke. So, ich habe übrigens... Ich habe ja übrigens O-Saft hier. So. Also, ja, Bambus-Sprossen könnte man behalten. Den Panda brauche ich nicht. Das ganze Gedöns hier oben haben wir schon. Den Antikschirm genauso. Ringelshirt, blablabla. Da musst du tierisch aufpassen, stellenweise hier. Dass du zum Beispiel nicht das Kerzenset von Mama verkaufst, ja. Also, um mal zurückzukommen auf die Frage, Orchi, falls du hörst, ja genau, also der Ruhm, ne, war das jetzt wirklich so kurz oder war es halt sehr leicht? Oder wie war das? Oder wie war das? Weil diese 5 Stunden, naja, da hätte ich mehr erwartet, jetzt tatsächlich nach dem dritten Teil. Oder ich stelle mich wirklich einfach nur abartig doof an. Weiß man ja nicht. Fandest du es zu kurz? Das mal an sich so die Frage. Oder zu wenig herausfordernd? Dann weiß ich ja, was ich heute Nachmittag mache, wenn Ruby nicht streamt. Oder so. So. Verkauft, sehr gut. Hab ich schon eine Birne? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Punching-Birne gedöns habe hier. Maisbirne, so. Aber direkt mal eine mitnehmen, sicherheitshalber. Oh, naja, es ist nicht das längste Spiel, es ist mit 8 Euro. Das kostet nur 8 Euro, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nicht das teuerste, es hätte auch etwas länger sein können von mir aus, aber ich fand es in Ordnung. Chat hat mir hier und da gut geholfen. Ach so, okay. Es kostet nur 8 Euro? War der dritte Teil nicht teurer? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich bin mir in der dritte war teurer. Sehr seltsam. Das ist seltsam. Oder ich irre mich gerade ganz schrecklich und ich brauche wirklich bloß so lange, weil ich mich zu doof anstelle. Halt, stopp, Schneider. So, ah ja, Kerstin. Kerstin, was geht? Lass uns mal plaudern. Ich habe ein Problem, mich spontan für etwas zu entscheiden. Aha. Und entscheide sich dann trotzdem falsch, wie man an deinem Pullover sieht. Anyway. How Long Commit gibt die Länge sogar nur mit 4 Stunden an. Ach was, okay. Oh Gott, da habe ich bei The Room 3 gar nicht geguckt. Ich bin wahrscheinlich total drüber. Ist mir aber egal. Das war ja bei der Last of Us genauso. Obwohl da... Hä? Da kann ich mir aber tatsächlich die Zeit nicht vorstellen. Ich meine, da muss man ja mehrmals durch bei Layers of 4. Theoretisch. Was sagt denn How Long to Beat dazu zu Completionist? Weiß ich gar nicht. Hab ich tatsächlich vorher überhaupt nicht geguckt. Vielen Dank, Phil for Play, für den Rüben. Für den Rübencode, für den Dodo-Code. Da ist er. So, wir haben Charlie Paula Charlie Heinrich 2. Ich wiederhole, Charlie Paula Charlie Heinrich 2. Falls jemand jetzt schon zu Phil for Play möchte, um schöne frische Rüben für 90 Sternis zu kaufen. So, während ich hier nochmal durchs Shopping durchgucke. Der lecker Tamago-Sushi-Kostüm. Sushi wäre heute auch schön. So rum 3, 5 bis 6 Stunden. Ah ja. Ja. Naja, das ist halt immer, ne? Die müssten eigentlich nicht nur das reine Durchspielen angeben, sondern auch das reine Blinde durchspielen. Ne? Weil das geht doch bestimmt noch ein bisschen näher, weiter auseinander. Weil wenn du durchrauscht, ja, weil du alle schon kennst, ist ja klar, dass du 5 bis 6 Stunden brauchst. Nur oder so. Weiß ich nicht. Also,
Ich bilde mir ein, so wirklich lange haben wir auch nicht an irgendwelchen Stellen gegangen, außer jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, wo wir halt einfach nicht gewusst hatten, wie das jetzt mit dem Oszilloskop weitergeht, weil da ein Teil gefehlt hat und wir uns durch die Räume geackert haben. Die Räume, ja. So, nö, nix Vernünftiges hier heute. Ich suche mal noch nach einem schönen Frühlingsoutfit. Tatsächlich. Mal gucken. So, dann hätten wir ja das jetzt erstmal soweit. Jetzt muss ich noch ins Service Center. Und dann haben wir eine geschmeidige halbe Stunde noch Zeit, um uns mit dem Mario-Gedöns zu beschäftigen. Was noch in meinem Briefkasten rumliegt. Oder habe ich jetzt was vergessen? Wir haben heute 2, 3 Bewohner noch nicht gesehen, aber das ist ja relativ egal. Euch geht's gut, ja. Euch geht's gut. So. Achso, dann an das verdammte Whiteboard muss ich noch gucken. Whiteboard, Blackboard, whatever. So, die Kostüme habe ich mir zum Beispiel noch nicht bestellt, weil ich die eigentlich nicht vorhabe anzuziehen. Aber ich kann euch mal kurz zeigen, wie was wo hier zu holen ist. Wer selber zum Beispiel Animal Crossing nicht spielt und oder bei Disney nicht die letzten 1, 2 Folgen gesehen hat, seines Animal Crossing Let's Plays, der weiß nicht, dass es hier eine aktuelle Super Mario Aktion gibt, wo man sich Mario Deko holen kann. Wie gesagt, also die ganzen Dinger, die habe ich mir alle schon bestellt gehabt. Die durfte man schön die Woche über hinweg nur maximal 5 Stück pro Tag bestellen. Und so. Und hier Kostüme gibt es halt auch noch dazu. Weiß ich nicht. Turnt mich tatsächlich nicht so an hier, als Mario oder Luigi oder sonst was rumzulaufen. Und an sich auch die Deko. Die Spitzschuhe sind natürlich super. Und auch die, ja gut, ist die Deko jetzt für drinnen oder für draußen gedacht? Weil wenn die für drinnen gedacht ist, also die oben Deko hier, dann finde ich die Tapete ziemlich unpassend dafür. Weil dann ist ja das alles so ein bisschen doppelt gemoppelt mit den Kästen und so weiter. Und der Boden sieht kacke aus. Aber egal. So, Lakito Wolke, Yoshi Eye, schöne Teppiche. Die könnte ich noch bestellen. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht bestellt, glaube ich. So, okay. Danke schön. Geld holen wir nachher ab, weil den Platz brauchen wir aktuell noch. Da. Bam, 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 bam. So, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Ah ja. Immer wieder gut hier reinzugucken. So, sei gegrüßt, wie es der Zufall so will, hat am 14. März. 14. März, warte mal, lass mich mal kurz gucken, was der 14. März ist. Das ist ein Sonntag. Oh, nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag hat Doro Geburtstag. Schön, dann kriegen wir tatsächlich nochmal hier eine Geburtstagsfeier mit. Das ist ja toll. Hatten wir das schon mal? Weiß ich gar nicht. Kann sein, muss aber nicht. Ah ja, in die Annalen dieses Eilands eingehen mögen. Ah ja, Den Blockbone gab es definitiv auch in New Leaf. Hatte den in meinem Hauptzimmer. Okay. Also, nächstes Wochenende. Große Doro Geburtstagsfeier. Sehr schön. Wo klatschen wir die Mario-Deko hin? Also wie gesagt, ich bin eigentlich für draußen, nicht für drinnen. Und auch das mit der Röhre, was ich da so gehört habe. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Geschenke wegpacken. Hallo Trita. Auch das mit der Röhre ist ja eher doch für draußen gedacht, nehme ich mal an. Also das letzte Video von Dizzy habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt, noch keine Zeit für gehabt. Da hier ist kein Platz, no shit. Okay, eins weiter. So, das weggepackt, die Maisbirne, der ganze Scheiß kommt erstmal noch ins Lager. Und dann werden wir uns mal das Postfach angucken. Beziehungsweise den Briefkasten, den Postkasten, meine Güte. So, ja, geh doch mal rein jetzt. Da. Aber ich finde das so toll. Ich finde das so herrlich, dass wir mit Animal Crossing Mario Deko Gedöns auf... Was ist das für ein Lied? Wow. Das ist ja krass. Dass wir mit Mario Deko Gedöns in Animal Crossing aufhören und dann zum 28. übergehen zu einem Mario Let's Play für den Sonntag. Finde ich total toll.
So, ins Lager mit dir, ins Lager mit dir. Und das Kerzenset von Mama. Wo kommt das Kerzenset von Mama hin? Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe hier absolut gar keinen Platz gerade. Habe ich oben irgendwo Platz? Na gut, jetzt wo ich die Rüben alle draußen schabel. Au, wei, ich dachte, ich hätte 5 Stunden geschlafen, dabei bin ich erst gegen 5 eingeschlafen. Ui. Mario! Mhm. So, hier passt doch auf jeden Fall das Kerzenset von Mama hin. Bob. Ja, herzallerliebst. Passt einfach zu allem. Okay. Dun, dun, da, 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 da. Da, da, da. Diese Lieder. Also, die Dialoge. Was liegt denn? Die Dialoge in Animal Crossing werde ich nicht vermissen, dass man die nicht abkürzen kann und dass man die jeden Tag aufs Neue um die Ohren gehauen bekommt, ja? Beziehungsweise um die Augen gehauen bekommt, aber die Lieder werde ich vermissen. Manche davon sind echt furchtbare Ohrwürmer. So, lass mal sehen. Ja, das ist tatsächlich richtig viel. Der Pi-Kuchen, der Pi-Pi, ja, oder der Pi-Pi. Der war schon so lustig. Den lasse ich jetzt aber auch erstmal drin, weil den können wir nicht gebrauchen. Oh Gott, das will. So viel Gelumpe. Jetzt muss ich nachher auch die ganzen Briefe wieder entsorgen, aber das mache ich auch dann offscreen am Montag oder so. Während ich effizient hier am Arbeiten bin, eigentlich. Uiuiui. So, wie viel ist es noch? Nur noch ein wenig. Nur noch ein paar Sachen. Ja, ein paar Sachen habe ich mir doppelt geholt. Also die Röhren. Sollte man ja schon mindestens 2 da am Start haben, ne? Nehme ich mal an. So, das war's. Das war's. Da war ganz viel Gelump und das dürfen wir alles noch auspacken. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, das ist nervig. Das verstehe ich nicht. Weißt du, warum man das nicht gleich auspacken kann, wenn das aus dem Postkasten... Ich wollte es noch nicht platzieren. Hä? Na toll. Ich wollte es noch nicht platzieren und habe jetzt schon festgestellt, traurigerweise, dass man den nicht von unten anhauen kann. Ich bin fast fertig mit dem Spiel. Das letzte Level ist aber gerade noch etwas zu hart für mich und ich möchte mir nicht komplett die Freude fürs Spiel verderben. Nicht komplett, ja? Okay, na dann. Kann man beim letzten Level dann schon mal sagen, ja. Mann, Mann, Mann. Hast du denn nichts anderes zum Zocken? Eigentlich. Das wird ja das reinste Schnarchfest für dich, wenn ich da durch die ersten Level stolper. Ich meine, du musst ja auch noch nicht von Anfang an mitmachen, so ist ja nicht. Man weiß es ja nicht. Nö. Nö, nö. Okay. Dann nö, dann halt nö. So, alles ausgepackt. Wo schmeißt man den Scheiß jetzt hin? Das ist eine richtig gute Frage. Sollte ja im Zweifelsfall was 2D-mäßiges sein, irgendwie irgendwo, ne? Ha. Oder müsste oder sollte oder könnte. Nö, hab nichts anderes, hab kein Geld für Spiele. Das ist doof. Das ist natürlich doof, wenn man kein Geld für Spiele hat. So. Hier vorne haben wir eine relativ freie Fläche. Ich muss ja sowieso erstmal testen, den ganzen Scheiß hier. Also, Y-Block, Y-Block, Fragezeichen-Block, hier haben wir eine Röhre. Ich platziere die einfach mal. Und hier kann man rein, okay. Und da kommt man dann raus, wo? Hier wieder, alles klar. Schön. Und ich wäre schon gerne von Anfang an dabei. Ah ja. So. Okay, das heißt, wo könnte man hier... Das ist natürlich geil mit den Röhren. Das ist natürlich geil mit den Röhren, dass das jetzt nach einem Jahr denen einfällt, man könnte ja irgendwo mal Abkürzungen einbauen. Oder so. So, pass mal auf, dann setzen wir nämlich eine hier irgendwo hin. Natürlich hier irgendwo direkt vor die Hütte. Weiß nicht, irgendwie so hier. Mal gucken. Glaub, da ist eine Röhre, da passt die super hin. Und dann können wir eine wunderschöne Abkürzung an die andere Seite der Insel machen. Zum Beispiel zum Service Center oder so. Ich glaube, eine neben dein Haus, aber machst ja schon. Ja. Richtig, wie sich das gehört. Ach, hallo. Bonnie. Oh, yay, du bist Jay. Agaga. Lass uns mal quatschen. Okay, manchmal, wenn ich morgens nicht wach werde, dann renne ich einfach im Kreis und singe ganz laut. Siehst du, ist die Alternative zu Kaffee. Jetzt weißt du auch, warum jeder Bewohner hier seine eigene Hütte hat, ja? Wenn die morgens manchmal so aufstehen. Unglaublich. So, oder zum Flughafen. Oder so generell hier. Hm.
Sicher, dass du Bonnie in deinem Harem willst? Ich meine doch besser als Hasso. Die armen Nachbarn, dann lieber Kaffee. Kaffee ist nicht so laut. Wie im Kreis rennen und singen. Hm, wo setze ich die Röhre hin? Das könnte man hier eigentlich, ja eigentlich schon hier, ne? Irgendwie so hier so am besten. Das passt ja dann eigentlich ganz gut. Wo haben wir denn die zweite? Superstern, Superpilz, ein Block, Feuerblume, Kopperpanzer, Münze, Plattform, Plattform, Röhre, da ist sie. Okay. Nein, ich wollte sie verschieben. Man kann die Röhre nicht verschieben. Man kann die Röhre nicht verschieben, er springt mutig da rein. Okay. Sehr gut. Ausgezeichnet. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Die Arme davon haben wir schon. Ist das eine Speisekarte? Ja, das ist eine Speisekarte. Beziehungsweise ein Restaurant-Reklame-Dingsbumm-Schild, was da gerne mal davor steht. Ja. Ob es eine Speisekarte ist, weiß ich nicht. Also, gut, es sind Messer und Gabel drauf. Es sind Messer und Gabel drauf, also kannst du von der Speisekarte ausgehen. Und ist irgendwas mit Fisch. Okay, mit sein muss. Fisch geht immer. So, wo können wir denn die anderen Objekte jetzt mal testen? Ich hau jetzt hier alle, einfach mal alle der Reihe nach hin. Also dieser Block, das haben wir ja schon festgestellt. Ach so, wenn man drunter durchgeht. Schade, ich hätte jetzt gedacht, er hüpft. Ist ja schon ein bisschen anstrengend. Hm. Wo können wir das denn hinmachen? Am besten irgendwo so auf dem Weg, ne, wo man sowieso lang muss. Oder vielleicht irgendwo bei einem Bewohner. Oder so. Wenn du den Bewohnern Mario-Kostüme schenkst, ziehen die denn an? Haben die dann einen Schnäuzer? Weiß ich nicht. Weiß nicht, hier könnte man theoretisch einen hin tun. Hier muss man ab und zu mal durch. Plopp. Plong. und wenn man den eigenes Augen. Wenn man den eigenen Augen trauen kann, sollte man die Röhren auch im Multiplayer nutzen können. Ah ja, den eigenen Augen trauen können. Meinst du? Bei Dodo, wo die Besucher ankommen, so vor der Tür. Bing. Bei Dodo. Achso, bei Dodo, wo... Ja. Das ist natürlich... Es wirkt dann aber schon sehr Mario-mäßig. So, hier so, ja. Beispielsweise. Ich glaube, hier kann man nicht direkt was hinsetzen. Habe ich den Karton jetzt hier? Achso, der lag hier rum. Schwebeblock. Hier kann man nichts. Okay. Hier ist der Flughafenweg. Aber hier vorne... Weiß ich nicht. Also hier direkt vom Eingang finde ich das ein bisschen... Das wäre dann irgendwie im Weg so optisch gesehen, finde ich. Finde ich. Ja, hier so, auf den Weg zum Beispiel. Da fällt es eher weniger auf. Eine Münze, ein Cooper-Panzer, Feuerblume, Block. Was mit dem? Der liegt da einfach so rum, ja. Der macht lustige Geräusche, wenn ich dagegen komme. Aber auch nicht automatisch. Okay, der ist einfach nur im Weg. Toll. Der ist einfach nur im Weg. Hm. Interessante Idee. Ich hätte mir ja tatsächlich gewünscht, ein bisschen mehr Interaktion mit den Teilen. Also das mit der Münze ist cool. Und das mit der Röhre sowieso. Ah. Kann man nicht noch hinklatschen? Das wird völlig überfragt gerade. Block. Ja, einfach irgendwo die ganze Scheiße verteilen hier. Keine Ahnung. Man kann leider nicht springen in Animal Crossing. Ja, es ist, außer über Flüsse oder so. Da kann man natürlich springen. Doro, was ist denn los? Hallöchen, Schatzi, du hast ja ein super Timing. Ich wollte euch, ich wollte auch eben mit dir quatschen. Ah ja, es geht um unsere Begrüßung. Jay Olé, die habe ich hier letztens erst beigebracht, du weißt schon. Ja, was denn damit? Ist die süß und hip genug, um als Titel für mein Debütalbum herzuhalten? Uiuiuiui. Welches Debüt? Hab eine bessere Idee. Was? Nein, alles okay. Welches Debütalbum? Erwischt! Kann sein, dass ich erst noch einen Manager und ein Label finden muss, bis es soweit ist. Ah ja. Okay. Oder in die Röhren springen. Ja, sieht komisch, ne? Die Sprunganimation ist total da, ne? So, Moment. Also, wir klatschen das jetzt einfach hier nicht. Ich hab keinen Bock, hier alles nacheinander einfach mal zu dingsen, beziehungsweise so durchzutesten. Da kann man den ganzen Scheiß auch einfach mal angucken hier. Münze. Ey, Doro.
Shit. Doro? Ah, oh, da ist er. Sofort weggelootet. Sofort nochmal weggelootet. Weggefegt. Ja, ja. Freut sie sich. So, Pilzplattform. Oh Gott, die ist ein bisschen größer, ne? Sofort weggefunden. Das gibt's nicht, ey. Hier kannst du nichts liegen lassen. Auf dieser Insel. Ah ja. Also auch die ist einfach nur Deko und im Weg. Okay. Danke. Wo kann man die hin tun? Es ist ja alles irgendwie irgendwo im Weg. Aber ich finde es interessant, dass sie gerade irgendwie die Pilzplattformen hier haben und nicht einfach nur die Hügel, weißt du? Also diese Hügel mit den Augen, die sind ja eigentlich ein bisschen bekannter. Nee, der muss irgendwo hin, der muss irgendwo interaktiv hin. Hier hinten sind so wenig Bewohner unterwegs. Auf den Stein da rechts. Auf den Stein da rechts, der Pilz. Pilzlandschaft hier drüben, okay, das können wir definitiv machen. Obwohl Pilze natürlich so ganz ungern auf Steinen wachsen, aber wenn Medusa das so will. So, okay. Ich kann nicht mal auf dem Pilz sitzen, weißt du? Das ist einfach nur im Weg, Deko. Hm. Steinpilz. Aha! Der war so cool. Da muss ich direkt mal langsam lachen. Da! 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 Kann man die auf die Brücke geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, das war irgendwie klar. Wo eiern denn noch welche rum? Hier hinten, warte mal, beim Shop sehe ich meistens noch welche. Also hier so. Also am besten irgendwie so hier. Das können wir definitiv machen. Schwebeblock, so diese generellen Schwebeblöcke sind auch so total unnütze. Weil mit denen kannst du ja mal so absolut gar nichts machen. Oder geben die auch wenigstens Geräusche ab? Nein, die sind einfach nur da. Einfach nur da sein. Also in Minecraft wachsen die in Höhlen einfach so auf dem Gestein. Okay. Ja, Minecraft. Steinblock. Achso, der Stomp, ne? Ist das nicht der Stomp? Tatsächlich, ja. Ah ja. Ach, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ach komm Leute, Nintendo, was ist denn los mit euch? Weißt du, dieser Stomp ist hier und du kannst da nicht runter durch. Alter, das ist aber seltsam. Ich meine, selbst wenn er nicht runterkommen würde, wenn man drunter ist, ist das doch doof, dass man nicht drunter durch darf. Ey, ich wollte das nicht abbauen. Scheiße. Ach Mann. Ach, jetzt passt das wieder nirgends hin. Aber den kann ich verschieben, weißt du? Den mit seinen Stacheln, den kann ich verschieben. Ich meine, ja, es ist nett gemacht, aber warum kann ich unter dem nicht durch? Das verstehe ich nicht. Ich meine, hier geht's doch auch. Nintendo, ihr Spinner. Seltsam. Voll seltsam. Manchmal kannst du Nintendo echt nicht verstehen. So, Superpilz. Auch den. Den kann ich berühren, dann gibt es wenigstens was zu tun. Okay, das heißt, was ich usen kann, können auch Bewohner usen. Das heißt, auch den packe ich irgendwo hin, wo eher mal ein paar Leute durchkommen. Zum Beispiel hier so. Ja, nein, ich meine, die könnten es, wenn sie das nicht wollen oder wenn das nicht geplant ist, dass da einer drunter durchgeht und dann von dem Stomp erwischt wird, ja, dann kann er doch in dem Moment halt nicht, sondern erst danach runterfallen, ja. Das wäre doch jetzt nicht das Ding. Ne? So, jetzt bin ich natürlich wieder völlig abgelenkt worden. Warte mal aus dem Weg. Bin ich natürlich wieder völlig von dem anderen Zeug abgelenkt worden hier. Doro. Das sah gerade aus, als würde sie in die Blumen pinkeln. Aber ich glaube, sie hat bloß dran gerochen. So, Superstern. Jawohl. Ziel. Oh, der Zielpfahl.
Ach, der wäre natürlich auch richtig gut, wenn der ordentlich interaktiv wäre, ne? Aber irgendwie bezweifle ich gerade schon wieder an Nintendo. Ich setze den erstmal hier hin, weil ich nichts zu tun habe. Ah ja, okay. Kannst du in den Stern reinlaufen? Das testen wir gleich noch alles. Das testen wir gleich noch alles. Bam, 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 bam. So, den haben wir schon. Schwebeblock haben wir schon. Schwebeblock haben wir schon. Karton brauchen wir nicht. Okay. Also reinlaufen nicht, aber man kann ihn anfassen. Das ist auch hier genauso. Bei dem Stern, bei dem Pilz würde ich mir das genauso wünschen wie bei der Münze, ja? Dass der Stern dann zum Beispiel nach oben geht, die Musik abspielt, dass man halt durchgehen kann, weißt du? Ist das nicht seltsam? Dass das hier klappt, weißt du? Aber bei dem Stern nicht. Ich finde das seltsam. So, den kann man anhauen, der dreht sich. Das ist auch ganz geil eigentlich. Könnte der nicht frei durch die Gegend drehen, um dann wieder hier zu respawnen? Finde ich. Ja. Die macht plopp, okay. Hätte das gefeiert, wenn du jetzt regenbogenfarbig rumläufst. Ja, weißt du? Irgendwie nutzen die ihre Optionen nicht aus. Okay, die Feuerblume ist auch bloß Deko. Sie macht das richtige Geräusch, gibt aber keine Flamme ab. Und der Pilz macht den Sound, okay. Andersrum. Seltsam, also stellenweise sehr, sehr seltsam. Kannst den Stein einsammeln? Achso, sieht irgendwie so aus. Ja, okay. Ich kann die Münze einsammeln. Okay, das heißt, das, was ich mir wahrscheinlich mehr holen werde, sind die Münzen, ja? Weil da kann man durchlaufen, die nerven nicht. Und geben trotzdem so einen kleinen Hi-Hi-Hi-Effekt, weißt du? Außerdem, mehr Münzen ist sowieso immer gut. Aber gut, der Rest steht halt im Weg rum, ne? Ha. Kurios. Kurios, sehr kurios. Doro kommt mit ihrem Besen nicht klar. Kriegt man Geld, wenn man in die reinläuft? Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Wir haben jetzt blablabla 32. Und wir haben jetzt blablabla 32. Also nein. Aber mein Gott. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. So, interessant. Interessant. Jetzt muss ich bloß an den ganzen anderen Blödsinn irgendwo hin tun. Und dann geht das ja. Nie Fremdwährung. Ja, stimmt auch wieder, ne? Ist ja Pilzkönigreich und so. So, Schwebeblock. Plopp. Setzen wir die halt irgendwie noch irgendwo hin. So, und ein Fragezeichenblock. Ja, der macht wenigstens was. Toll. Den tun wir woanders hin. Achso, die Zielfahne natürlich auch. Wenn die interaktiv ist, will ich, dass meine Bewohner ab und zu mit den Dingern interagieren. Und dazu müssen sie natürlich irgendwo sein, wo sie auch ab und zu lang gehen. Kerstin geht zum Beispiel sehr oft hier irgendwo lang. Den Block, bitteschön. Hopp. Wisst ihr, das ist lustig. Das ist lustig, ist nicht im Weg. In Judith konnte man zum Beispiel ein Sparschwein aufstellen und beim Benutzen eine Münze reinwerfen. Beziehungsweise hat man dann gemacht. Ah ja. Siehst du? Ja, die Troids fehlen mir halt noch, diese Dinger sind, ne? Seltsam. Seltsam. Also ein paar sehr seltsame Entscheidungen, die Nintendo hier halt getroffen hat. So, ach hier, was soll's? Nehmen wir den hier weg. Und packen den hier hin. So. Finde ich gut. Pyroiden. Ja, ich vergesse jedes Mal den Namen. Halt, stopp, so rum. Okay. Dann hätten wir ja das jetzt mit den Dingersen hier soweit gemacht. Sehr gut. Halt, jetzt können wir noch das andere Ding jetzt abholen. Den Paikuchen. Und der kommt irgendwo ins Lager. So. Okay. Okay, so pünktlich zu um 10 alles abgefrühstückt. Finde ich gut. Aber die Röhren sind trotzdem echt nützlich. Die Röhren sind nützlich. Da gebe ich dir völlig recht.
So, Karton weg und wo kann ich den Parkkuchen noch hinpacken? Können wir den hier irgendwie noch drauf tun? Nee, hier ist kein Platz, schade. Okay, ich meine, der kann natürlich in die Küche. Also Kuchen passt natürlich immer schön in die Küche, mal von meinem Magen abgesehen. Oh. Irgendjemand hat ja vergessen, Rüben zu verkaufen. Sachen gibt's. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich gehe auch so selten in meine Küche. Ich würde hier viel öfter reingehen. Na, ich würde hier viel öfter reingehen, wenn ich wirklich, wenn mein Bewohner wirklich ab und zu mal essen müsste. Ja, wer weiß, wie viele Wochen die hier schon rumliegen. So, kann ich hier was draufpacken? Den Paikuchen zum Beispiel. Nein, meine Fresse, ich brauche Tische. Ja, meine Küche ist sehr vernachlässigt, ich weiß. Also, im Spiel. Im Spiel. Hier, Rüben. So, das heißt, einmal Inventar leer machen. Bis auf die Rüben, die werden noch schnell verkauft. Obwohl ich die auch wegschmeißen kann, ne? Eigentlich habe ich Lust, die zu verkaufen. So. Denn wir brauchen ganz viel Platz. Wir brauchen ganz viel Platz für den Rübeneinkauf. Einfach eine Röhre vor und hinter den Thumb stellen, dann kannst du auch drunter durch. Ja, nee. Das ist nicht das, was ich meine. Absolut nicht. Aber ehrlich, das ist doch eine seltsame Entscheidung von Nintendo. Ehrlich, finde ich. Na doch, na nee. Einmal mehr nein, als du ja sagen kannst. Und so. Ach so, warte mal. Ich überleg gerade. Komm jetzt am besten. Mann, Fatima, was ist denn? Schatz, ich brauche dringend deine Hilfe. Vielleicht hast du es mitbekommen. Ich habe mich mit Minka über etwas ganz Blödes geschritten. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Dabei ist mir was rausgerutscht, dass mir jetzt total leid tut. Und das will ich mit einem Geschenk wieder gut machen. Ich traue mich aber nicht, hier unter die Augen zu treten. Könntest du es vielleicht für mich vorbeibringen? Ja, klar. Ja, klar. Danke. Zweimal mehr als du, nein oder so. Ja. Ich will wirklich nicht drängen, aber es muss heute sein. Das war mir irgendwie klar. So, jetzt darf ich noch Minka suchen. Minka ist hoffentlich zu Hause. Warte mal. Minka ist zu Hause. Gottes Willen, Gott sei Dank weiß ich, wo die Leute wohnen. Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Minka! Willkommen, J-Hop. Ja, hier, guck mal, eine Lieferung. Ich krieg was? Ja, kriegst du. Bitteschön. Fatima hat das für mich besorgt? Echt? Okay, was ist da drin? Hey, ich mach's einfach mal auf. Das ist eine gute Idee. Wie krass ist das denn? Ich drehe total durch, Mauzi. ein Pyjama-Kleid. Ich liebe diesen Stil. Total Popstar. Ja. Hey, soll ich die Fetzen sofort mal anziehen? Nein. Vielleicht später. Ja, ganz meine Meinung. Kannst du mal kurz woanders hinsehen? Offensichtlich nicht. Und? Absolut umwerfend. Ja. Die Klamotten sind wie für mich gemacht. Yeah. Warte mal, Fatima war traurig, weil wir uns gestritten haben. Mauzi, das war echt total uncool von mir. Also sollte nicht sie sich bei mir entschuldigen, sondern ich bei ihr. Ah ja. Danke fürs Vorbeibringen. Keine Sorge, Fatima und ich. Wir zoffen uns auch nicht mehr, Mauzi. Hier als Belohnung eine Kurzarmhemd. Danke. Gefällt mir super gut. Hoffentlich gehst du genauso drauf ab. Ja, ich zieh mich aber nicht vor dir um. Kannst dich mal kurz umdrehen. Aber an sich ist auch egal. Diese Bewohner. So, das heißt, jetzt gehe ich nochmal schnell zu Fatima vorbei. Es ist ja schon 10. Ja, ich wurde kurzfristig hier in so eine Aktion reinverwickelt. Wo ist denn Fatima? Wo habe ich denn die jetzt gesehen? Wo ist Fatima gerade rumgerannt? Ich habe es gerade... Ah, hier. Tatsächlich schon wieder fast vergessen. Danke, dass du Minka mein Geschenk gebracht hast. Kein Ding. Wie hat Minka denn reagiert? Ziemlich gut. Glaubst du nicht, wie erleichtert? Dankeschön. Super. Das hat Spaß gemacht. So, jetzt darf ich trotzdem nochmal Sachen verkaufen. Und Geld einkaufen. Ne? Abheben, wollte ich sagen. Und dann geht's ab zu Fräulein Feel for Play. Zum geschmeidigen Rübeneinkauf. Dann. Ja, es ist schon um 10. Wer hätte das gedacht? Also das Mario-Glumpe, ich weiß nicht.
ich weiß nicht, ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet. Also von der Funktionalität her. Aber was willst du machen? So. Und natürlich direkt verkauft hier das Ganze. Oh, da hast du ja eine ganze Menge. Ja, so viel, dass du 3.190 kriegst. Dankeschön. So, wie viel werden wir denn brauchen? Nicht zu viel. Ne? Bei 90 Sternis, der absolute Top-Einkaufspreis. Eigentlich nicht zu viel. Ich werde mal 400.000 oder sowas mitnehmen. Fit for Play, gibt es bei dir noch irgendwas zu bauen? Also zu sponsoren an dem Gebauten oder sowas? Brauchst du Geld? Soll ich was mitbringen? Soll ich sonst irgendwas mitbringen? Außer gute Laune. Da, 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 da. So, einmal auszahlen. Nö, hab alles, alles klar. Okay. Dann nehmen wir nur Einkaufsgeld mit. Ja, was ich noch ansprechen wollte. Morgen. Morgen. Also wir sind ja mit Celeste fertig. Wir sind mit Celeste fertig und trotzdem wird es natürlich einen... voraussichtlich muss ich jetzt natürlich derzeit wieder dazu sagen. Morgen wird es um 18 Uhr wieder einen Montagsstream geben. Überleitend natürlich zu Ruby. Ja, der war um 20 Uhr dann. Und wir sind mit Celeste fertig. Das heißt, wir haben morgen schon wieder alles offen. Und ich weiß noch nicht, ob ich was Neues, also was Neues im Sinne von was Neues Kurzweiliges anfange, präsentiere oder ob wir ein bekannteres, ein schon mal am Montag durchgenommenes nochmal dingsen. Weiß ich nicht. Also Roguelites würden bei mir tatsächlich im Vordergrund stehen. Ich möchte wieder auf die Roguelite-Schiene kommen, zumindest mit einem Stream in der Woche. Also beziehungsweise möchte ich halt den Montag so halten, dass wir kurzfristig auch mal auf was anderes umschwenken können. Ging jetzt mit Celeste halt nicht so wirklich gut. Ihr müsst auch noch Battleblock Theater fertig machen. Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Da habe ich mich mit Ruby tatsächlich noch nicht abgesprochen. Da es ja letzte Woche ein wenig in die Hose ging. Ein wenig seitwärts ging, weil wir eigentlich bei Ruby Battleblock Theater machen wollten. Weiß ich noch nicht. Also kann sein, dass wir das jetzt hier morgen bei Ruby im Stream weitermachen. Ich muss da mal anfragen. Ansonsten Dead Cells. Medusa. Es gibt noch andere Spiele außer Dead Cells. Ich habe noch das ein oder andere Roguelite, was ich noch nicht gezeigt habe. Oh Mann, ich muss noch so viele Roguelites auf deinem YouTube kochen. Da hast du völlig recht. Du willst Roguelites, da hast du. Ja, aber Dead Cells. Warum immer Dead Cells? Es gibt noch mehr Spiele. Ich habe zum Beispiel neue. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Nova Drifter hatten wir ja schon. Warte mal. Deathbirds Game ist noch nicht draußen. Skull the Heroes Layer müsste ich noch kaufen. Sword of the Necrodancer müsste ich noch kaufen. 30XX ist noch nicht fertig. Rogue Legacy 2 hatte letztens mal wieder ein Update. Ist aber auch noch in der Early Access. Aber ansonsten fällt mir noch ein Scourgebringer. Scourgebringer habe ich mir letztens gekauft. Das Ding ist fertig. Und ist ein 2D-Plattformer-Pixel-Art, Roguelite. Also das wäre definitiv eine Option für morgen. In Rogue Legacy könnte man auch mal reingucken. Das ist relativ fertig, was so die ersten Begebenheiten angeht. Ja, 30XX ist noch ein bisschen leer. Sind die Level noch ein bisschen leer? Da halte ich mich aber auf dem Laufenden. Weil Dead Cells das Beste von allen ist. Meh. Um nicht zu sagen, meh. Weiß ich nicht. Könnte man machen, weiß ich nicht. Ist mir tatsächlich im Abgang ein bisschen schwer, das Spiel. Aber ja, gut. Versuch macht klug und Übung macht den Meister und so weiter. Außerdem möchte ich hier fliegen. So, jetzt weniger quatschen, mehr durch den Dialog gehen, damit wir auch ja nichts falsch machen. Online. Ja, ich möchte online. Verstanden. Roger, Roger. Ja, und für Super Mario... Für Super Mario 3D, also hier 3D World, 3D Land, werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich mir so ein 100 Euro Switch Online Coupon hole und das dann gleichzeitig mit Breath of the Wild mir kaufen. So ungefähr habe ich das geplant, da sparst du eigentlich am meisten Geld. 3D World, ja. Also Fazit mir derzeit. Ja, Dodo Code. Weil dieses verschissene Zelda kostet immer noch 70.
Das gibt's nicht. Und das gibt's nicht mal im Bundle mit dem Erweiterungspack. Ne? Das Erweiterungspack musst du zwangsläufig zusätzlich kaufen. Das heißt, dafür kannst du diesen 100-Euro-Coupon schon wieder nicht benutzen. Ah, das ist so nervig. Und gerade, also dieses Heroes-Dingsbums-Erweiterungspack, ne? Wir können jetzt ja mal Dungeons Souls das gute Ende anpeilen. Nein, danke. Die haben verschissen bei mir mit dem Scheiß. Außerdem wird es ja eh nicht mehr fertiger. Die wollten ja genau so viel machen. Aber da kommt nichts mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. So, aber ja, ich war witzig gemeint, ich weiß. Alles gut. So, die zwei, Dankeschön. Okay. Wir haben gerade einen Flug nach Lolland. Startklar. Na klar. Mir fällt auf, ich habe immer noch das Problem, dass ich keine Nintendo Online habe, aber mein Taschengeld diesen Monat brauche ich für Ostern. Das heißt, du wirst die erste Folge Super Mario nicht dabei sein. Das tut mir aber leid. Also jedenfalls nicht im Spiel. So. Wie macht sich denn dein Laptop jetzt? Bist du zufrieden? Kannst du nicht mehr ohne? Ich gehe mal davon aus, weil das macht sich einfach nur praktisch. Gerade so mit Stream und Chatten und sonst was. Wahrscheinlich auch die nächsten 4 oder 5. Wir gucken mal. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Also ich bin gerade am Laptop, falls das deine Frage ist. Nein. Das war nicht die Frage. Die Frage war, wie macht sich der Laptop und kannst du nicht mehr ohne? Oder könntest du nicht mehr ohne? Oder so. Schön sieht's hier aus. Da, da, da. Da, da, da. Alter, alles auch so dekomäßig voll. Oh, Luigi winkt zur Begrüßung. Sehr schön. Oder Luigini. Ich benutze es durchgehend. Ah ja. Könntest dir ja was zu Ostern wünschen und vorab abgreifen. Richtig. Genau. Mama, Papa. Ich hätte zu Ostern gerne Nintendo Online und bräuchte das aber schon jetzt. Weil mein Arbeitgeber braucht mich online. Wunderschönen guten Tag. Lass dich mal kurz antanzen. So. Okay. Ihn. Was? So, lass mich. Ich bin völlig verwirrt hier schon gerade. Also, Luigina. Oder wie nennst du dich? Luigina. Luigi for Play. Luigina for Play. Im Flicken-Outfit dazu auch noch. Und mit abartig buntem Rucksack. Schön. Schön, schön, schön. Ja gut, da gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Winke, Winke. Und jetzt wird was geschrieben. Wir gucken uns das gleich an. Wo geht's hier hin? Meine Güte. Weiß nicht, ob das was wird. Ah ja. Oh. Kommen wir direkt bei Jorna raus. Das ist viel zu praktisch. Das ist viel zu praktisch. Ich muss erstmal bei dir durch den Shop gucken gehen. Mann, das regt mich auf. Fragen kostet nichts. Da hat sie recht. Die Lilly, da hat sie völlig recht. Musste einfach mal ganz kurzfristig Zeitungen austragen. Oder Rasen mähen. Oder so, herzlich willkommen. So, nichts, was wir nicht schon hätten. Wer hätte das erwartet? Oh, zum Wohl. Völlig richtig. Oh, wen haben wir denn hier? Hey, Robby. Du siehst überhaupt nicht strange aus oder so. Habe ich erschreckt? War nicht böse gemeint. Manchmal muss meine ganze Energie raus. Ach so. Du bist zu Besuch hier, oder? Cool, ich heiße übrigens Robby. No shit. Es wäre schön, mit jemand von woanders befreundet zu sein. Ja, viel Glück dabei. Da liegt ein Geschenk auf dem Automaten. Warum liegt denn da ein Geschenk auf dem Automaten? Alter Phil, da liegt ein Geschenk auf dem Automaten. Wusstest du das eigentlich schon? Und wo ist eigentlich der Schneider? Warte mal.
Ich könnte auch fragen, ob ich mein Taschengeld für den April vorne wegbekomme. Ah, Deko. Ein Deko-Geschenk. Frech. So frech. Wie viele Leute haben da schon verzweifelt davor gestanden und haben versucht, das abzugreifen? Warte mal. Ich bin gerade so dezent verwirrt. Wo geht's? Ah, hier, okay. Da. Hä? Hier steht ein Pilz. Ah ja. Und hier steht ein komischer Widder. Widder. Martin. Hoch, wer bist du denn? Ach so, wahrscheinlich zu Besuch hier, was? Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Martin und ich wohne hier. Lass uns Freunde sein. Na klar. Schneider rechts, schon gefunden. Erstmal durchfinden, das ist das Ding. Durch die Umgebung finden. Martin? Was hast du gegen Martin? Aufessen? Exe sagt aufessen. So, finden wir hier ein schönes frühlingsmäßiges Outfit. Dann. Na, Trainingsjacke habe ich schon. Hose brauche ich nicht. Kleid auch nicht. Mumienkostüm auch nicht. Und ansonsten nö. Einfach mal nö. Die Schuhe könnte man austauschen gegen vernünftige Basketballstiefel oder sowas. Oder Sneaker. Nicht unbedingt die Herzchen-Sneaker. Herzchen-Turnschuhe. Ah ja. Samthea-Sneaker. Oh. Ach, die gibt es ja auch einfach so zu kaufen. Die könnte man nehmen. In weiß vielleicht. Oh, das passt eigentlich ganz geil. Sehr schön. Okay. Doch noch was gefunden. Möchtest du es gleich tragen? Na klar. Dagegen? Ich finde den super. Hab den auf meiner Insel. Ach so. Der guckt so herablassend, finde ich. Ein wenig herablassend. Da. Oder vielleicht ist er aber einfach bloß müde. Warum kosten Online-Mitgliedschaften immer so viel not like this? Bitte was? Der ist einfach nur müde. Warum kosten Online-Mitgliedschaften immer nur so viel not like this? Hä? Sollte da in Emojis stehen. Oder so. Ich glaube, du hast dich da verschrieben. Not L-L-K-E this. Ja. Anyway, zurück zu Jorna. So, okay. Ich werde erstmal einen Weg zur Röhre wiederfinden, denn ich bin jetzt viel zu faul, mir meinen eigenen Weg zu suchen. Wo ist denn die Röhre jetzt hin? Hier. Not like this. Ach so, da ist alles klar. Gibst du die echt von Hand ein? Merkst du dir, wie die heißen und gibst sie von Hand ein? Ich bin entsetzt. Das wäre viel zu umständlich. Ich klicke einfach mit der Maus auf das Emoji-Symbol und suche es mir raus. Hab das eher aus Versehen groß geschrieben. Eventuell. So, ich kaufe welche. Ganz viele frische Rüben, jawohl. Wir werden uns natürlich trotzdem noch ein wenig hier umgucken. Am Laptop geht das Abtippen schneller. Das ist nie. Ach Gott. Aber stimmt schon, am Laptop tippen, also ich glaube, das da vermisste das Handy tatsächlich nicht, ne? Stimmt, ich bild mir auch ein, du tippst schneller. Rüben werden groß, bliblablub in meinen Schoß, dankeschön. So, wir haben die Tasche voller Rüben. Sehr gut. Wie sich das gehört. So, wie gesagt, wir werden uns natürlich noch ein wenig hier umgucken. Wir haben hier den Altar des großen prähistorischen Hirsches. Kann man sich das angucken? Warum kann man sich hier die Dinger nicht angucken? Das ist schade. Hier steht ein Schild dabei, ne? Na doch. Was, na doch? Hier liegt noch Herbstlaub rum, oder? Denke ich gerade mal so. Hey, noch mehr Pilze. Also die Herbstdeko ist tatsächlich total an mir vorbeigegangen mit den Pilzen. Und so, und mit den Nüssen. Ich habe nicht eine verschissene Nuss aus meinen Bäumen geschüttelt. Ja, also, oder Ahorn oder whatever man da, oder so, oder die Dinger, so, die man da rausschütteln konnte. Nicht einen. Und ich habe es probiert. Alles mal angrabbeln hier. Na doch, egal. Ach so, na dann.
Dann ist ja gut. Liegt hier eine Fundsache zur Deko rum, ja? Tschüss. Ach Gott sei Dank, hinten kommt man durch. Hier fehlt, also bei manchen Sachen fehlen mir halt auch wirklich so einfach nur Dächer. Tatsächlich. Ich meine, das sieht ja alles sehr schön aus. Soweit, mal davon abgesehen, dass ich mich schon wieder darüber aufregen könnte, dass man die Bürostühle nicht im Sitzen drehen kann. Aber hier, wenn es hier einmal regnet, also das ist voll unrealistisch. Also, ja, also so generell, Animal Crossing unrealistisch. Wenn es hier einmal regnet, ist doch alles nass. Ah ja, interessantes Schachspiel. Mich nervt nur, dass ich manchmal nicht mehr im Textfenster drin bin und dann mit der Leertaste den Stream pausiere. Aha. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber ich bin es halt auch, ich persönlich bin halt auch PC völlig gewöhnt. Völlig gewöhnt und gewohnt, ne? Ich weiß, dass ich da irgendwo hinklicken muss, um zu schreiben. Nett. Jetzt weiß alles. Hier auch schon wieder die Herbstdeko, ne? Ist völlig an mir vorbeigegangen. Sachen gibt's. So, wir sind hier bei einer Hütte von sonst dem, der aber leider nicht da ist. So, wir gucken uns natürlich die Häuser an. Jetzt bin ich mal gerade gespannt, beziehungsweise am Überlegen, welches ist denn hier das Haupthaus. Da oben wohnt Phil und hier unten wohnt die Bibliothek. Okay, alles klar, da wissen wir ja Bescheid. Das ist ja auch mein erster PC, beziehungsweise Laptop, beziehungsweise Notebook. Ja. Man gewöhnt sich ganz schnell dran, vor allen Dingen an die Größe des Displays. Soweit an sich. Hoffentlich sitzt du jetzt nicht zu ungesund da mit deinem Bürohocker. Und so, mit deinem Bürobarstuhl. Bin sowieso überrascht, dass ich so schnell schreiben kann. Bisse. Zwei-Finger-Suchsystem nehme ich mal an. Wo ist denn die Hütte jetzt? Bin ich bescheuert? Achso, hier. Mann. Ich sitze auf meinem Bett. Alles klar. Mit dem Laptop auf dem Schoß, das klappt natürlich am besten. Da hast du völlig recht. Ach Mann. Immer wieder gut, wenn man irgendwo in eine Hütte reinkommt und der erste Blick erstmal auf sowas hier fällt. Sehr nett. Sehr nett. Ah, auch wieder mit der Tapete, weißt du? Herrlich. Diese 3D anmutende Tapete hinten. Oh. Noch nie Zwei-Finger-Suchsystem benutzt, gelernt oder verstanden. Und wie tippst du dann? Mit 10 Fingern? Das wäre interessant, wenn du dafür, dass es dein erster PC ist. Oder wie tippst du? Ein-Finger-Suchsystem? Da, 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 da. Pa, 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 pa. Ach ja, herrlich. Nasensuchsystem. Ja, zwei vollste Suchsystem. Kenne ich ja auch noch. Oder wirklich mit den Füßen. Im Kreis steht sonst die Rohre. Im Kreis steht sonst die Rohre. Was? Im Kreis? Warte. Durch das ständige Tippen am Handy weiß ich ungefähr, wo die Tasten sind. Ich muss aber trotzdem runtergucken. Ach so, hier die Röhre. Okay. Ah ja. Ach, man kann die innen setzen, um sich dann nach draußen zu teleportieren. Das ist natürlich cool. Das ist richtig cool. Nett. Nett. Kann man eigentlich, was ist eigentlich, wenn man mehr als zwei Röhren hat? Geht das dann der Reihe nach durch? Dann. Oder sind die dann anders gefärbt? Was ich bezweifle. Oder kann man die anders färben? Was ich auch bezweifle. Ach, Goldzimmer. Ach, und die ganzen Trophäen. Ach, schön. Herrlich. Wisst ihr, für sowas habe ich einfach keine Muße. Tatsächlich. Und zum Beispiel die ganzen Fischtrophäen hier. Habe ich gar nicht, weil ich das Fischen so dröge finde. Und hier die Mistkäferstatue. Auch schön. Dann ist das zufällig, wo man rauskommt. Ah, okay. Tja, Nintendo. Schon wieder verkackt. Tschüss. Ihr hättet unterschiedliche Röhren machen können. Genau wie bei Paper Mario zum Beispiel. Hättet er so machen können, dass man die selber einfärben kann, wie man will, um das selber zu lenken. Aber nö. Nintendo, Quo Vadis? Manchmal, weißt du. Habt ihr das schon gehört mit der Switch Pro?
die geplant ist, die rauskommen soll. Mit hier irgendwas mit 4K und so. Oh, hier ist die PiPi. Die Switch Pro. Bin ich tatsächlich am Sparen. Man weiß halt nicht. Erstmal vorher halt das Dumme, ne? Man weiß nicht, wie lange wird es denn dauern bis zur nächsten Konsolengeneration. Oder wertet Nintendo quasi die Switch Pro als nächste Konsolengeneration? Und wird es eine mit ohne Display geben? Ja, aber dieses dumme gelöscht. Was? Dieses dumme Gerücht mit 4K kannst du gleich vergessen. Finde ich auch. Finde ich auch. Also, auch selbst wenn 4K ist so überbewertet an sich, finde ich. Das ist so überbewertet. 2K reicht völlig aus. Ich will stabilere Framerate. Ne? Scheiße, ich war schon wieder nicht oben und nicht unten. Moment. Maximal 2K, denke ich. Okay. Wir gehen gleich nochmal rein. Maximal 2K würde völlig ausreichen, aber sowas von. Und dann halt, eine stabile Framerate von 60 Hertz. Weiß schon. 60 Bildern pro Sekunde. Und dann sollen die ein bisschen mehr auf die Grafik setzen, ja? Ich meine, es sieht schon schön aus, aber man sieht halt stellenweise noch ein paar Abstriche. Obwohl ich tatsächlich bei Animal Crossing sagen muss, es sieht alles fantastisch aus. Dafür, dass du wirklich richtig viel Gedöns in einen Raum packen kannst, wie man es hier so schön sieht. Und es läuft flüssig. Es läuft flüssig, das kommt noch dazu, ne? Aber ja, wie gesagt, also was mir persönlich am meisten auf den Sack geht, ist halt der Display, der dran ist. Weil ich habe die zweimal in dem kompletten Jahr, habe ich die jetzt vielleicht mal außerhalb der Station abseits von meinem PC genutzt. Oder beziehungsweise abseits von einem vernünftigen Monitor. Ich meine, bei anderen ist das anders, ja, aber bei mir halt nicht. Das heißt, die sollen die doch gleich mehrere Varianten rausbringen. Oder so. Achso, Sternzeichen, Dingsbums, Zimmer hier, interessant. Alter. Ja, auch das hier mit Dingens, mit den Sternschnuppennächten und hier der Cousine, der Schwester von Eugene oder so, ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Also da ich halt abends meistens einfach nicht zocke. Also jedenfalls nicht Animal Crossing. Tja, doof. Kommt vor. Orgel. Riesige Orgel, whatever. Wie soll ein minimal größeres Gerät als die Switch denn bitte mit einer PS5 oder Xbox Series X mithalten, die gefühlt riesiger denn je ist? Ey, ich persönlich hoffe ja, dass die Switch Pro einfach nur bedeutet, im Vergleich zur Switch Lite, ja, dass sie zu 0% auf mobil ausgelegt ist, ja, sondern vielleicht einfach, also fest verbaut ist, fertig, ja, und dann ist da auch ein bisschen mehr Platz drin. Ein bisschen mehr, wohl bemerkt. Außerdem, das wäre eventuell die erste Konsole, die mit einer Grafikkarte, mit einem Grafikchip drin sein könnte, der DLSS, ne, unterstützen würde. Also DLSS, wer nicht weiß, was das ist Dynamic, ne, warte mal, Deep Learning Screen Space Dingsbums, ja. Was bedeutet das mit einer AI, die auf dem Chip verbaut ist, das Bild verbessert wird, also das Bild AI-mäßig verbessert wird und dadurch die Leistung verbessert wird. Oder so. Guten Morgen an die Erdbeerenhaufen. Guten Morgen, Sirius. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Sonntag und so. Und ich habe irgendwas mit 17 Zoll und nicht 16,2 Zoll gelesen. Also ein bisschen größer. Aber das Einzige, was sie eigentlich machen können, ist die dicken Ränder wegzumachen. Ansonsten müssten die völlig neue Joy-Cons herstellen. Das kommt auch dazu, ne? Deep Learning Super Sampling. So war's. Danke auch hier. Danke, ja. Deep Learning ist mir im Begriff geblieben, aber das andere nicht. Screenscheiße. Ja, Deep Learning Screenscheiße. Völlig natürlich. Ach ja. Also ich sag's ja, also die haben die Switch, die Ausgangskonsole, die beides kann. Home-Konsole und Unterwegs-Konsole, ja. Dann haben sie die Lite rausgebracht, die absolut nicht mehr zum Switchen ist, ja. Der Name völlig für die Füße ist dafür, ja, dafür aber völlig mobil ist. Und auch da gehen die Joy-Cons nicht ab, herzlichen Glückwunsch, ne. Und jetzt hätte die Switch Pro halt eine super Variante für die Heimkonsolengeneration gegeben, beziehungsweise für die Leute, die
total drauf scheißen, dass man die unterwegs nutzen könnte. Und dafür halt ein bisschen mehr Leistung. Aber nö. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass Nintendo was vom portablen Mode weggehen. Das ist ja gerade das, was die Switch ausmacht. Sagt das, ja, ja, gut. Also wie gesagt, eigentlich hätten sie Switch Lite Non-Switch nennen müssen. Nintendo Non-Switch. Oder Nintendo Non-Switch Mobile oder sowas, ja. Es wundert mich, dass es eine Mobilkonsole ist, mit der man dann aber nicht telefonieren kann. Okay, ich glaube, wir sind hier auf der Insel soweit eigentlich durch. Wir haben uns relativ kommentarlos in diese wunderschöne Hütte umgeguckt. Wir könnten uns in der Bibliothek auf jeden Fall nochmal umgucken. Aber da muss ich jetzt natürlich erstmal wieder hinfinden. Warte. Aber ja, also... Dass sie es aber auch seit Generationen, seit Konsolengenerationen nicht gebacken kriegen, eine einfache, verdammte Heimkonsole hinzubauen. Einfach verdammt nochmal ohne irgendwelchen Control-Schnicki-Schnacki, weißt du? Einfach wie der GameCube. Wie der GameCube. Mann, ey. Das nervt. Mich nervt das total. Ich meine, ja, sie haben. Nintendo macht einen ziemlichen Alleingang und sich deshalb natürlich auch sehr exklusiv mit diesem ganzen Steuerungspipapo, mit Wischen, Wedeln, hinzeigen und rumhampeln, ja. Aber, es ist nervig, man merkt es an dem Super Mario Galaxy, ja, dass sich Nintendo plötzlich auf die Joy-Cons beschränken muss, weil man mit dem rechten Stick bei den All-Stars, bei Galaxy halt auf dem Bildschirm zeigen muss und wischen und wedeln muss, ja, und nicht mit dem linken, ja. Das ist kacke, die liegen scheiße in der Hand, finde ich. Riesenproblem an der Switch Lite ist, dass Joy-Con driften, weil wenn dein Stick driftet, kannst du den nicht einfach so wie einen Joy-Con einschicken und bekommst einen neuen. Richtig, kommt noch dazu. Und wie gesagt, also die ganzen Joy-Con-Spiele, wie ist es denn zum Beispiel mit Mario Party? Wie ist es mit Mario Party, die auf Joy-Cons ausgelegt sind, die sich unterschiedlich voneinander bewegen können? Kannst du das dann auf der Switch Lite nicht spielen? Oder brauchst du denn extra noch die Joy-Cons dazu? Die es natürlich nicht extra zu kaufen, die es natürlich nicht bei der Switch Lite dazu gibt, glaube ich, ne? Weil sind ja Kontrollen dran. Ach ja, alles so eine Sachen. Eine Bibliothek, pssst, in der Bibliothek ist Ruhe. Weiß ich nicht, also da haben sie nicht drüber nachgedacht ordentlich, finde ich. Oh, das ist super hier. Das ist richtig geil gemacht, dass der T-Rex quasi aus dem Dschungel herauskommt. Schöne Idee für 4Play. Muss ich ja sagen. Das gefällt mir richtig gut. Kennt einer diesen relativ alten Plattformer Bermuda-Syndrom? Kennt einer den? Erinnert mich gerade total dran. Das war wie Prince of Persia mit einer Schrotflinte, Ochi, falls sich das interessiert. Und mit einer barbusigen Amazonenprinzessin, die gerettet wird direkt am Anfang. Ja, wäre ein Blick wert. Also, ja, auch die Amazonenprinzessin, aber auf jeden Fall das Spiel. Kannst du mal gucken. Das hatte so interessante Mechaniken, wie halt, also wirklich so Prince of Persia Flashback-mäßig, weißt du? Mit der Bewegungssteuerung, diese Oldschool-Präzisionsplattformer, halt wie Prince of Persia auch einer war, ja. Dann aber halt mit einer Schrotflinte, die du nachladen kannst und die, wenn du im Wasser bist, erstmal von Wasser leer geschüttelt werden muss, bevor die wieder funktioniert. Das war richtig geil. Das war richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Guck da mal rein. Und wenn man sich extra Joy-Cons kauft, ist der Preis ca. 20 Euro vom Vollpreis der Switch entfernt. Ist krass, ne? Ist krass. Völlig unnötig. Also völlig seltsam gehandhabt. Ach, mal kurz wegschniefen hier. So. Krieg schon wieder eine trockene Nase. Ganz seltsam. So. Na. Schön. Ist eine geile Idee mit der Bibliothek. Muss ich ja sagen. Ich bin auch tatsächlich zu faul, mir einen zweiten Account anzulegen. Für ein zweites Haus hier. Kann das sein, dass das Notebook kein Eurozeichen hat? Auf dem E. Entschuldigung, da war ein Schluck auf. Auf dem E. Alt-Groß und die E-Taste. What Ochi says. Ich sehe hier nur da Dollarzeichen. Oh, danke. Ja, das kommt vor.
So, ja, hier haben wir das Lager. So sieht es definitiv auch aus. Also Fill for Play, da muss ich jetzt aber mal fragen. Das sieht hier wirklich sehr professionell nach einer Bibliothek aus. Also von wegen so wie das halt auch wirklich mehr oder weniger im richtigen Leben ist, ne? Hinterm Dingens hier, das Lager und so weiter. Hast du da irgendwo Referenzen von genommen? Oder kennst du das persönlich, wie das so in einer Bibliothek zugeht? Finde ich richtig toll. Finde ich richtig toll. Hier hört man ganz leise das Rechner rauschen. Auch das total nett. Und schön, dass man auf diesen Stuhl sich von der Seite drauf richtig in die richtige Richtung setzen kann. Ja, aber mit einem Bürostuhl geht das nicht. Jetzt bin ich schon wieder doof. Bin ich schon wieder doof. Ich sehe nur, das soll das sein. Achso, das hatten wir schon. Alles klar. Diese Liebe zum Detail hier tatsächlich auch. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also wirklich manche Sachen überraschend detailliert und manche nicht. Hier ist sogar das Licht von dem Display. Kommt einem entgegen, ja? Aus Erfahrung und aus Filmen. Aha, ja. Lass mich raten. Indiana Jones. Oder so. Aus Erfahrung und aus Filmen. Welchen Film hast du denn da gesehen, der dich hier zur Bibliothek inspiriert hat? Sakrileg. Ich glaube, da ging es auch um eine Bibliothek. Ach ja, schön. Auf jeden Fall sehr schön. Oh, hier geht es noch nach unten und nach oben. Jetzt bin ich gespannt. Dann, 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 dann. Oh. Oh. Hochsicherheits irgendwas Gedöns. Der Bibliothekar. Okay. Es gibt einen Film, der Bibliothekar heißt. Um was geht's da? Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Um einen Bibliothekar und eine Bibliothek. Ist das ein Drama? Ist das eine Komödie? Ist das ein Action-Thriller? Ja, ist auch eine Art Indie. Ach so. Das Spiel ist aus meiner Sicht eher auf Schönheit und weniger auf Spaß ausgelegt. Und ich finde, das war in den anderen Teilen anders. Bei wo jetzt? Animal Crossing meinst du? Besser als Quartermain. Okay. Animal Crossing, okay. Mehr auf Schönheit als auf Spaß. Ja, irgendwie, ne? Irgendwie, die Arcades sind nicht mehr interaktiv. Den Dingsbums-Droids gibt es nicht mehr zu sammeln, worauf ich mich tatsächlich total gefreut hatte. Und das Kaffee ist nicht da. Auch wahr, ne? Ah, schön. Schön, ja, genau so. Genau, so ungefähr könnt ihr das euch bei mir vorstellen. So ungefähr sitze ich hier auch vor meinem 4K. Ja, ich habe nur noch ein bisschen mehr Platz für die Tastatur. Nur ein ganz kleines bisschen mehr. Und ich habe einen ergonomischeren Stuhl. Zumindest ein wenig. Den Ikea Markus, den habe ich jetzt tatsächlich erstmal auf der Wishlist bei mir. Danke, Ochi. Und Ruby hat den auch. Mehr oder weniger. Ja. Es geht nur noch ums Einrichten. Es gibt halt nicht mal Minispiele, was mich extrem aufregt. Ja, richtig. Ja. Irgendwie, es ist ja ein bisschen mehr Interaktiveres tatsächlich, hätte ich mir gewünscht. Also gerade so, wenn du mehrere Leute auf der Insel hast, ist dann doch die Interaktion sehr eingeschränkt. Ne? Also viel kann man da eigentlich nicht machen. Also es fehlen halt diverse Spielmechaniken, die gegeben sind, um sich daraus entsprechend Spiele zu basteln. Die Stoppuhr ist eine Idee, zum Beispiel, die man kaufen kann, ne, im Laden. Das ist eine Sache. Aber ja, ich weiß nicht, wirklich so Sachen wie, also einfach so Rennen zum Beispiel, ja, also so von wegen Startlinie, Ziellinie, Checkpoint oder sowas, ja. Einfach so diese drei Dinger, die man passieren muss, ähnlich wie halt jetzt die Mario-Blöcke oder sowas, wo man einfach durchrennt, um zu checken, ja. Einfach sowas, ja. Kann nicht so schwer sein. Oder wirklich eine Art Versteckspiel-Spielmechanik oder so, ne? Fill for Play. Da ist er. Vielen Dank fürs Einkaufen dürfen hier auf deiner Insel. War ganz nett von dir und wir machen jetzt aber auch los. Und wunderschöne Insel, wie auch beim letzten Mal schon erwähnt. Und so, ja. Ich habe letzte Folge gehofft, dass im Sommer die tropische Turtle-Insel kommt. Oder im Winter, um zu sagen, wenn sie den Sommer vergessen, kommen sie hierher.
Ah, okay. Ja, dann bin ich halt nicht so firm mit den anderen Animal Crossing-Teilen. Mel, auf Deutsch heißt der Film The Quest, Jagd nach dem Speer des Schicksals. Der Speer des Schicksals? Das war doch auch bei Indie 4 oder so. Nee, das war bei Dingens, ne? Bei dem roten Typen. Wie heißt er denn? Gleich wieder. Och! Shit, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nicht der Devil, der andere. Der andere, jetzt habe ich echt den Namen vergessen. Wisst ihr, da Grenzdibilität hier schon wieder. Also. Ach, und die rote und die Armee. Die dunkle Armee. Mann, wie hieß denn dieser verschissene rote Teufel? Ist ja auch ein Comic-Charakter. Ach, Gott. Aber da war. Nee, irgendwo war auf jeden Fall auch was mit dem Stab des mit dem Speer des Schicksals. Oder war es doch bei Indie? Keine Ahnung. Hellboy, shit, genau, Hellboy, danke. Es lag mir auf der Zunge. Hellboy. Wo war denn das mit dem Speer? War erst der Schaft und dann die Spitze? Gibt es von The Quest nicht drei Teile? Ich habe absolut keine Ahnung. Ah ja, okay. The Quest. Hört sich auf jeden Fall interessant an, tatsächlich. Wo war denn noch der Speer des Schicksals? Oder war das bei Avengers? Nee, da war es das Zepter, ne? Nur noch 20 Minuten. Nur noch 20 Minuten. Ich weiß nicht, was die 20 Minuten jetzt noch machen soll, außer Rüben einordnen. Rüben auf das dedizierte Rüben-Einsortierfeld sortieren. Da ist der Y. Warum sage ich mal Y-Block? Der Fragezeichen-Block, scheiße. Ba, ba, ba. Wir könnten mal kurz in Mario Sunshine reingucken. So 10 Minuten oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ich bringe schnell die Rüben weg und dann gucken wir uns mal ganz schnell Mario Sunshine ein. Da habe ich jetzt tatsächlich total Lust drauf. Einfach mal 10 Minuten rumfailen. Bling! Hab nur den ersten ausgesucht. Du kannst ja nach dem Einsortieren mal nochmal welche holen oder Mario Sunshine. Nee, nochmal nicht. Nee, Phil, das mache ich nicht. Gleich vorneweg, also mehrfach einkaufen. Nee, wir haben furchtbar günstig eingekauft. Und ja, ich habe jetzt Phil erwähnt, damit Fräulein Phil direkt nochmal aufmerksam wird, dass das nicht der Fall ist. Also du kannst jetzt gerne zumachen, wenn du willst, deine Insel. Außer es sind noch weitere Anfragen da. War überhaupt noch jemand da? Also ich glaube wirklich, das mit Animal Crossing, das hat sich über das Jahr hinweg jetzt tatsächlich ziemlich geschissen. Also das heißt ausgelutscht. Soweit. Auf dem Rüben-Discord bei Dizzy, auf dem Rüben-Channel im Dizzy-Discord ist auch nicht mehr wirklich viel los. Ah, da hat der Chat meinen LF gefressen. Hä? LF. Aber wofür? Gab es denn einen Befehl dafür? Weiß ich gar nicht. Achso, das Ori-Kommando habe ich natürlich angepasst, ne? Ich merke, die Tippfehler werden definitiv weniger. Richtig. Mit der haptischen Tastatur vor der Nase. Das ist richtig. Schau doch mal in diese Schublade rein. Richtig. Ja, genau. Ori. Erlebe den Ori live. Live. Auf Twitch. Ja, irgendwas musste ich mit dem Wortwitz machen. Den Ori live. Ja, ja. LF gleich Linefeed gleich Leerzeile bei den zwei anderen Filmtiteln. Aha. Hat er weggenommen. Sachen gibt's. Aha. Aber hat nichts dazu ausgegeben. Hat nicht mal einen Zeilenumbruch gesetzt, oder? Also nicht, dass mir einer gerade auffällt. Warte mal. Nö. weiter. Mhm. So, ja, mit morgen, also wie gesagt, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Im Zweifelsfall Dead Cells, im allerhöchsten Zweifelsfall. Obwohl ich mir sicher bin, wir machen lieber irgendwas anderes. So, Leute, ich muss Punkte loswerden. Oh nein, jetzt noch, bist du sicher?
Ach, Medusa möchte eine Anzeigenzeit. Okay. Machen wir mal kurz. Wir haben ja noch genügend Zeit. Sorry für die Leute, die jetzt gerade Werbung sehen, beziehungsweise viel Spaß für die Leute, die jetzt gerade gleich Werbung sehen. Sagt mir doch mal, was läuft. Ne? Dann bis in einer Minute. Werbung, ja. Und für die Leute, die jetzt keine Werbung sehen, ja, den Jay gibt's auch am Montag um 18 Uhr und den Jay gibt's auch am Donnerstag um 18 Uhr diese Woche wieder pünktlich und so weiter. Am Montag mit einem Roguelite meiner Wahl oder mal gucken, was die Zuschauer sagen. Danach natürlich bei Ruby im Stream wird auch geradet, eventuell mit Battleblock Theater. Und am Donnerstag geht's dann weiter mit Baphomets Fluch, dem ersten Teil in der Nicht-Directors Cut Edition, sowie The Room 3 nach wie vor. Was dann, wenn wir mit The Room 3 fertig sind, was dann übergeht in Dead Space. Genau, Dead Space 1, wo ich immer noch nicht getestet habe, ob das überhaupt vernünftig läuft. Mal schauen. So, ja genau. Und sonntags natürlich aktuell Rüben-Einkauf und ab dem 28. dann Super Mario 3D World. Ja, echt jetzt Eigenwerbung während der Werbung? Jawohl. So muss das sein. Natürlich wollt ihr alle was davon haben, ne? Abonnenten zum Beispiel bekommen ja gar keine Werbung. Da kann man schon mal Werbung in eigener Sache machen. So, okay. Was gab's denn Schönes? Hat jemand Werbung gesehen? Soll ich dann kurz auf 3D All-Stars wechseln oder lassen wir das für die 10 Minuten noch so? Ne, das lassen wir so. Ist ja nur eine eventuelle Sneak Peek auf irgendwas. So, dann machen wir hier mal soweit gerade Feierabend. Außerdem wirkt es viel lustiger, wenn dann Leute reinkommen. Hä? Du spielst ja gar nicht mehr Animal Crossing. Das ist ja Mario. So, okay. Yeah. Einmal speichern, bitte. Jawohl. Ta, ta, ta. Kurz, ganz kurz Schrecken hier. Gott. Ich hätte eine bessere Idee. Wie, für heute oder für Montag? Oder für was oder wer oder wo? Oder wann? Ich meine, genau, während alle Nicht-Subs hier Werbung gucken, macht der Jay in Striptease. Oder so. Nein, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mit dem Panda machen soll. Anyway. voll lustig, okay. Drei Chinesen mit dem Kontrabass mit allen Vokalen inklusive Umlaute. Nee, das ist outdated. Oder Drusche Nuse mit der Kutrubus. Drusche auf der Schoße oder Susubus. Du kommst eine Pulle zu Susubus. Drusche Nuse mit der Kutrubus. Mit allen Vokalen mache ich das aber nicht. Nein. Inklusive Umlaute. Okay. Dreichenese. Das Lied ist outdated. Genau wie Pippi Langstrumpf. So, okay. Gucken wir mal rein. Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, reicht. Danke. Gern geschehen. Ja, Dreichenese bitte. Nee. Sorry. Dieses Lied ist nicht mehr zeitgemäß. Ich kenn's noch nicht von Jay. Ach so. So, lass mal sehen. Ach, schön die Mucke dazu. Herrlich. So. Um das Spiel zu verlassen oder mehr zu schauen. Ist übrigens ganz geil. Hier gibt's die drei Soundtrack-CDs dazu. Finde ich tatsächlich richtig lustig. So, jetzt haben wir natürlich einen völlig unpassenden Hintergrund, ein völlig unpassendes Hintergrundbild, aber anyway. So, wer das noch nicht kennt, der hat jetzt leider Pech. Wir legen einfach mal los. Super Mario Sunshine, Leute. Ja, 18 Sterne habe ich schon. Unglaublich. Hier gibt es halt so zwei, drei Sachen. Und nein, ich möchte jetzt nicht gespoilert werden, wo ich noch absolut keine Ahnung habe, wie ich da rankomme. Aber egal. So, Sheet, der arbeitet vor. Ja, ich habe es auch nicht vor, ich hätte es mal vorgehabt zu Let's Playen, aber ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich, glaube ich, eher was machen, was ich noch nicht kenne. Und das wäre dann zum Beispiel Galaxy oder sowas. Wo war ich denn hier stehen geblieben? Das muss ich gerade mal überlegen. Ich hab dir einfach mal deine Punkte wiedergegeben. Wieso? Ich hab's doch erfüllt. Bisschen. Und es wurde gesagt, okay, reicht. So, ich war zuletzt auf der Insel gewesen hier. Der einen.
Soll ich mal gucken, da war... Ja, ich glaube, das ist genau das Richtige, was wir jetzt machen müssen. Und zwar... Nee, nicht die Geburt des Sandvogels. Scheiße, wo war ich denn hier? Wiggler-Widerstand. Ich meine, hier gibt es auch immer diese kleineren Level. Diese kleineren Level, wo es wirklich bloß um Sprunggeschick geht und so weiter. Wo ich absolut nicht mit klarkomme. Aber egal. Zu, was? Zu ein Achtel erfüllt. Okay, ja. Zu circa. Ehe, rate mal, der Sandvogel, er ist endlich geschlüpft. Ah ja, mach dir keine Mühe, ihn zu suchen. Er flog sofort davon. Also suchen wir, okay. Lass mich raten, wir müssen erstmal oben in die Mitte. Ja, und wer diesen Mario-Teil noch nicht kennt, das Besondere an diesem Mario-Teil ist erstens natürlich die Umgebung, dass es nicht das Pilzkönigreich ist, und zweitens unsere wasserwerfende Kanone hinter uns, die man auch noch mehrere Sachen umfunktionieren kann. Und so, ja, das ist die Neuerung in diesem Spiel. Und wir suchen auch keine Sterne, wir suchen Insignien der Sonne. Weil Sterne sind hier nicht so beliebt. So, was geht mit dir? Er ist geschlüpft, der Sandvogel ist geboren. Er zerstört den Turm und flog davon. Das war überraschend. Ah, okay. Was macht er für Geräusche? Bum, zippe, bum, bum, okay. Zum Wohl, gute Idee. Also wenn es also Einschränkungen gibt, muss Jay das auch in den Infotexten schreiben. Ja, ne? Drei Chinesen mit dem Kontrabass ist nicht mehr zeitgemäß im Sinne von, wir machen uns nicht mehr über Chinesen mit Kontrabässen lustig. Und nicht alle Chinesen haben Kontrabässe. Und so. Und zu dritt sind sie auch meistens nicht unterwegs. Hä? Ich dachte, ich käme da rein. Aber ne, hier ist ja eine Glasscheibe davor. Hä? Muss ich da noch höher? Ach so, ich sehe schon. Von hier aus. Und ich bin zu niedrig. Toll. Muss ich erstmal da hoch, okay. Ja, du kommst aus dem scheiß Sand raus hier. Oh mein Gott. Ich hab's gleich. Das Lied ist null rassistisch, ey. Da ist, soweit ich weiß, keine Spur davon zu erkennen. Nee. Nee. Würde ich so nicht sagen. Persönlich. Okay. Ops. Oh. Okay, alles klar. Oh Gott, sag mal, gab es das nicht schon bei dem N64-Teil? Mit dem fliegenden Sandvogel? Bilde ich mir gerade ein. So, der Leger der Sandvogel, er fliegt um den Turm. Gib Acht, mache ich. Ausgezeichnet. Passt vom Rhythmus nicht. Dasselbe könntest du auch drei Deutsche mit dem Kontrabass. Okay. Drei Deutsche mit dem Kontrabass. Er ist aber auch schon wieder rassistisch gegenüber den Deutschen. Obwohl die es verdient haben. Nein! Alter! Es ist genau das richtige Level für den Abschluss des Streams heute. Aber sowas von. Es ist gar nicht so leicht, der bewegt sich. Wo ist er denn hin? Warum hocke ich nicht auf den... Mario. Ja, sei Sandvogel. Sei sandvorsichtig. Ich würde doch lieber an die blaue Münze rankommen wollen. Hey. Oder an den Pilz, aber egal. Der macht doch bestimmt gleich noch einen Salto, der Penner. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt die Münzen sammeln soll. Wo ist das denn rassistisch? Du sagst doch nur, dass es drei Chinesen bzw. Deutsche sind. Allein die Prediction einer bestimmten Volksgruppe. Ja. Ganz vorsichtig. Ja, definitiv. Danke für den Clip, ja. Am besten wäre sowas gewesen wie, ist ja gar nicht so schwer.
Aber es ist tatsächlich schwer. Der bewegt sich ja auf einer Bahn. Ja, und wenn du nach oben springst, bewegt sich der Boden unter dir seitlich, wie man hier sieht. Ja, also, ne? Weil du springst nach oben und der Vogel fliegt gerade zu. Und dann halt noch die Flügelbewegung, die ja auch noch so ein bisschen vertikales Bewegungsmoment dazu gibt. Das macht's nicht. Ah! Alter! Das macht's nicht einfacher! Ah, das war so klar! Alter, die Sau! Einfach mal ordentlich festhalten. Das machst du ganz toll, du verblödeter Vogel. Ja, toll, kein Fluchen. Mast und Schotbruch. Plus 10, würde ich sagen. Jetzt schon, ich habe noch nicht hingeguckt gehabt. Es gibt hier leider kein Dingens-Geräusch dafür. So ein Scheibenkleister. Okay, Vogel, jetzt pass mal auf. Vogel ist hier in dem Moment keine Beleidigung, weil es ist ja ein Vogel. Wir müssen einfach schneller sein. Ja, dann kannst du aber bitte den Scheiß lassen, Mario. Du brauchst hier nicht angeben, keiner findet dich unterhaltsam. Sieben, toll, wo ist denn die achte? Ah, Alter, jetzt geht's wieder los hier. Wie sollen wir denn hier klarkommen? Jetzt geht er wieder in die scheiß Kurve hier. Oh Gott, ey. Mal kurz was trinken. Habe ich schon wieder was gesagt? Ja. Jetzt hatte ich es vergessen tatsächlich. Okay, das ist jetzt mindestens plus 10. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Also wir sammeln die Liegestütze. Wo ist die achte Münze? Also hier ist auf jeden Fall erstmal eine blaue Münze. Das ist ja schön für die blaue Münze. Ah, ey! Oh, das war gemein. Das war ja schon wieder gemein. Ah, da! Lass mich Arzt, ich bin durch. So, okay. Alles klar. Oh. Tatsächlich nur was geschafft hier. Das ist ja unglaublich. Einmal drüber gesprungen. Nochmal drüber gesprungen. Siehst du, das kann nur Mario. So rumtrollen kann nur Mario. Bravissimo. Ach ja. Also das nur mal so, huhu an alle, huhu, Sir Schnapp. Nein, du hast dich nicht verguckt. Wir spielen gerade, warum auch immer, Mario Sunshine und sind mit Animal Crossing heute schon durch und der Stream ist auch in 4 Minuten schon vorbei. Aber schön, dass du kurz reinschaust. Das nur so als kleiner Teaser dazu, was Ähnliches dann ab dem 28. hier auf dem Kanal im Stream ist. Ne? Nicht Mario Sunshine, sondern Super Mario 3D World. Ja. Okay, genau. So, soll's aber auch schon wieder kurz und knapp hier gewesen sein. Ich muss halt tatsächlich sehr, sehr pünktlich wieder Feierabend machen, weil wir wollen, wie gesagt, Essen bestellen. Und das soll dann natürlich auch pünktlich ankommen. Diese doofen automatischen Emojis. Wieso? Ich finde das ganz geil eigentlich. Das Game hätte man theoretisch umstellen können. Hätte man, hat man aber nicht. Passt schon. So, denn wir gehen hier raus. Wir gehen hier raus und wir machen hier mal an. Das hier unter anderem. Denn das wäre es gewesen mit dem heutigen Stream hier am Sonntag. Nö, doch. Es ist gleich um 11. Und bevor wir hier noch irgendwas ankeilen, rollen wir auf jeden Fall erstmal die Credits. Also wie gesagt, 2-3 Minuten habe ich noch, falls noch irgendwie Sorgen, Anträge, Nöte oder sonst was sind. Ach ja, ansonsten ja. Ach ja, bei Ochi zurzeit. Ich würde gerade sagen, weil auch hier zurzeit The Room 4 ist ja auch schon wieder vorbei. Ach, da muss ich wohl zurück zu Octopath. Ja, oder Wind Waker. Wind Waker wäre noch eine Sache, die ich dir wärmstens ans Herz legen kann, wenn dir Oceanhorn gut gefallen hat. Soweit ist auch ein bisschen länger als Oceanhorn. Und ein wenig mehr Handlung drin als wie Oceanhorn. Und alles ein wenig besser als wie Oceanhorn. Aber.
Oh ja, Octopath, genau. So, schönen Sonntag euch noch. Ja, schönen Sonntag dir auf jeden Fall. Wie war's? Wind Waker. The Legend of Zelda. The Wind Waker. Habe ich dir in einem Kommentar geantwortet. Auf die erste Oceanhorn-Folge. Ja. Ach so, ja. Schönen Sonntag an alle und alles Gute für deine Oma. Ja, völlig richtig. Also, wünsche ich euch natürlich auch. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Jetzt muss ich natürlich husten. Entschuldigung. War noch nicht Kommentare. Ist auch so. Und ja. Wird schon mit meiner Oma irgendwie, irgendwann soweit. Ansonsten sehen wir uns dann voraussichtlich, wie gesagt, gerne morgen zu 18 Uhr im Montagstream. Mann, immer dieser Frosch im Hals. Immer dann, wenn es überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Mein Gott, schrecklich, schrecklich. Aber spannender als auch schon, dann mache ich ja noch länger durch. Ja, ja. Ist aber wie gesagt länger. Länger, länger. Gut, dann sag ich mal, euch noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, ansonsten bis dann und so oder so generell. Ja, ich verfrühe mich schon wieder in eigenen Sätzen. Dann sage ich mal, schönen Tag noch und tschüss und bis dann.